Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Klartext hier live auf dem Kulturstudio Livestream unter livestream.com/kulturstudio oder auch unter livestream.kulturstudio.info. Heute die Ausgabe Klartext Nummer 92 am 17. April 2014 und ich begrüße natürlich wieder alle Zuhörer bei okitalk.com, dem Bürgerradio aus Österreich, und alle Zuhörer oder Zuschauer, die uns auch zuhören oder zuschauen können, die freundlicherweise auf anderen Plattformen unseren Stream auch mit eingebunden haben. Ja, unser heutiges Thema, zu dem ich gleich kommen werde, ist die Montagsdemonstration, die ja mittlerweile in allen Städten oder in vielen Städten in Deutschland stattfinden. Und dazu haben wir uns natürlich auch den Initiator dieser Montagsdemonstration auch in Berlin eingeladen, den ich jetzt recht herzlich begrüßen möchte. Das ist Lars Mehrholz. Herzlich willkommen im Kulturstudio, Lars. Einen wunderschönen guten Abend, Hallöchen. Ja, schön, dass es so kurzfristig geklappt hat. Und ja, wir werden gleich ein bisschen mehr über dich erfahren, über deine Person. Du wirst gleich ein bisschen erzählen. Und als zweiten Gast begrüße ich ganz herzlich den Chef der Wissensmanufaktur, den Makroökonom Andreas Popp, der auch kurzfristig zugesagt hat, um zu uns in die Sendung zu kommen. Herzlich willkommen, Andreas. Guten Abend, liebe Zuhörer. Ich freue mich. Ja, wie gesagt, die Montagsdemonstration sorgt seit einigen Tagen für viel Aufregung, auch in der Presse. Wir werden dazu natürlich auch noch einiges sagen, aber die Figur oder der Mensch Lars Mehrholz war ja auch relativ unbekannt, den meisten jedenfalls in der Szene. Lars, vielleicht kannst du uns mal ein bisschen was über dich erzählen. Wer bist du, was hast du gemacht? Stell dich doch einfach mal kurz vor, auch für die, die dich halt gar nicht kennen. Ja, gerne. Und auch gerade auf Grundlage von dem Tagesschau-Artikel, der mich ja irgendwie als einen sehr unbedarften Menschen darstellt, beantworte ich die Frage heute gerne auch mal ein bisschen ausführlicher. Also ich bin 34 Jahre jung und die letzten 10 Jahre meines Lebens bin ich hauptsächlich aus Flugzeugen gesprungen, aber die waren noch intakt. Also ich bin Fallschirmspringer, habe 2000 Sprünge gemacht. Die Jahre davor hatte ich eine Eventagentur in Berlin und war da Geschäftsführer und hatte eine eigene Disco. Und ich war mein ganzes Leben lang auch schon politisch interessiert. Ich war in verschiedenen Parteien. Ich war mal in der FDP, ich war mal in der CDU. Das war allerdings auch nie das Richtige für mich. Und wie gesagt, die letzten 10 Jahre waren hauptsächlich Fallschirmspringen. Und ja, da hat sich mein ganzes Denken auch sehr durch geändert. Und von daher, ja. Das ist Lars Mehrholz. Okay. Ja, Lars, du bist, wie gesagt, der Initiator dieser Montagsdemonstration. Die einfache Frage, was hat dir den Anstoß eigentlich gegeben, so eine Demonstration zu initiieren? Was war da für dich der Anlass? Ja, bis zum Januar dieses Jahres war ich eigentlich ein ganz normales Rädchen in dem System. Ich habe geglaubt, dass Bloomberg anständige Nachrichten bringt und dass ARD und ZDF einen gut informieren. Und im Januar diesen Jahres habe ich halt begriffen, wie das mit unserem Zinseszinssystem funktioniert und wie unser Schuldgeldsystem funktioniert, also das Fiat-Money, und wie das Zentralbankensystem funktioniert. Das hat man mir in 34 Jahren in meinem ganzen Leben noch nie erklärt. Und ich habe auch mal Versicherungskaufmann gelernt und ich habe auch mal an der Börse gehandelt. Also ich bin auch wirtschaftlich und finanzmäßig eigentlich sehr interessiert, aber das wusste ich einfach alles nicht. Und dann kam die Krise in der Ukraine dazu und naja, dann erklärte sich halt irgendwie ein bisschen alles und die Medien, die nicht wirklich objektiv berichtet haben, und dann habe ich innerhalb von 5 Tagen irgendwie auf der Straße gestanden und meine erste Demo in meinem Leben gemacht und auf der ersten Demo, die ich in meinem Leben auch war. Okay, also du bist eigentlich gar nicht dieser Demonstrationsgänger gewesen, es war wirklich alles für dich sozusagen ja, das erste Mal. Jawohl, das erste Mal alles. Okay. Also du hast dich auch vorher, wie gesagt, relativ wenig kritisch auseinandergesetzt mit gesellschaftlichen Themen wie Wirtschaft, Politik. Du warst eigentlich auch... Ja, kritisch, relativ kritisch, ne? Also jetzt nicht so, nicht verstanden. Man muss ja wirklich das Wirtschaftssystem verstehen, um die Welt zu verstehen. Das ist ja wirklich eigentlich die grundlegendste Sache. Man versteht ja fast gar nichts, wenn man nicht versteht, wie das alles funktioniert. Und von daher hat man ja immer nur ein begrenztes Verständnis von dem, was eigentlich ist, solange man diese elementaren Sachen nicht versteht. Und da war ich trotzdem schon kritisch, aber das kann man ja nicht hinterfragen, wenn man die Tatsachen gar nicht weiß. Klar finde ich Drohnenangriffe total doof und was die Amis da teilweise machen, das geht gar nicht. Aber das hat ja, das ist kritisch, aber hat ja jetzt nichts mit den Themen zu tun, die jetzt eigentlich auf dem Tisch liegen. Also. Okay, dann lass uns doch ein bisschen über die Montagsdemonstration reden. Wer sind denn noch die Organisationen? Bist du das tatsächlich ganz alleine oder hast du mittlerweile auch ein Team?
Um Gottes Willen, das bin ich nicht alleine. Das sind mittlerweile, haben wir ein richtig großes und gutes Team. Ralf Schurig, Eva-Maria Pfeiffer, Heidi Langer, Michael Heller und noch viele andere, die da wirklich intensiv mitarbeiten. Und auch ganz viele, deren Namen ich das gar nicht weiß, und immer zuarbeiten. Und jede Mahnwache hat natürlich auch ihre eigenen Organisatoren und die eigenen Orga-Teams, die die eigenen Demos anmelden und so. Wir versuchen das halt nur thematisch ein bisschen zu steuern, sodass halt nicht über irgendwelche Sachen auf irgendwelchen Mahnwachen gesprochen wird, ja, die jetzt halt nicht so im Mittelpunkt stehen müssen und von daher, ja, einfach so dezentral, aber trotzdem halt ein bisschen organisiert. Okay. Du sagtest gerade, es finden ja auch überall Mahnwachen statt, beziehungsweise Demonstrationen. Ich habe es auch in der Anmoderation schon erwähnt. Kannst du mal aufzählen, wo mittlerweile auch alles Montagsdemonstrationen stattfinden, in welchen Städten? Boah, das ist jetzt überraschend, da habe ich jetzt kein Fenster gerade auf. Aber das ist bei Facebook, vielleicht können wir das nachträglich auch posten, aber es sind in über 23 Städten. Auf der letzten Mahnwache habe ich es auch gesagt. Ne? Und Demonstrationen soll es eigentlich auch nicht sein. Wenn, dann sind es Informationsveranstaltungen. Es geht halt wirklich primär um Wissen. Das ist eigentlich die ganze Auseinandersetzung, die auf diesem Planeten herrscht, ist eine Auseinandersetzung um Wissen, was vermittelt werden muss. Ich will jetzt gar nicht Kampf sagen, ne? Aber der Kampf ist ein Wissenskampf. Okay, ja, lass uns doch mal auf Themen eingehen. Welche Themen stehen denn auch im Mittelpunkt dieser Veranstaltung? Also für was soll diese Demonstration in erster Linie stehen? Über welche Themen wird dort auch gesprochen von den Rednern, die dort auftreten? Ja, das ist auch sehr unterschiedlich. Wie gesagt, auf 23 Mahnwachen in ganz Deutschland, ne, da kann man die Redner gar nicht so einschränken in den Themen. Da wird halt über fast alles irgendwie gesprochen. Ne? Aber hauptsächlich geht es, also der erste Punkt, und da sind wir uns alle einig, ist Frieden. Wir wollen einfach nur in Frieden leben. Deswegen gehen wir auch für Frieden in Europa und auf der Welt auf die Straße. Ne? Und das Zweite, was einen Frieden sichern kann, ist eine ehrliche Presse. Also das ist wirklich auch elementar. Ohne eine ehrliche Presse kann es niemals Frieden geben, wenn da über bestimmte Völker, bestimmte Politiker oder bestimmte Länder nicht die Wahrheit berichtet wird. Und ja, man muss heute einfach dauernd selber recherchieren. Man kann überhaupt nichts mehr so hinnehmen, was man liest. Man muss erstmal selber gucken, ob das stimmt. Ja, und das Dritte ist halt für ein ehrliches Finanzsystem oder für ein funktionierendes Finanzsystem. Es ist halt ziemlich schade, dass dieses System so wie es ist, halt einfach nicht funktioniert. Und den Fehler sollte man mal eingestehen. Ja, richtig. Wir sehen es ja an der Euro-Krise, dass dort natürlich auch sehr viele Probleme sich ergeben haben, die natürlich auch Euro-Kritiker letztendlich im Vorhinein auch schon prophezeit haben. Ja, und das wird natürlich auch mehr oder weniger vertuscht und ja mit unglaublichen Sachen dort gearbeitet. Keine Frage. Wie sieht das dann aus mit den Teilnehmerzahlen? Wie hat sich das entwickelt? Kannst du da vielleicht dazu mal was sagen? Ja, also auf der ersten Mahnwache, ich glaube, das ist jetzt 5 Wochen her, da stand ich mit 100 Leuten vorm Brandenburger Tor. Also es war schon, und wie gesagt, das war die erste Demonstration, auf der ich in meinem Leben war. Das war die erste angemeldete Demonstration. Das war die erste Rede, die ich geschrieben habe. Das war das erste Mal, dass ich eine Rede vor fremden Leuten gehalten habe. Das war echt der Wahnsinn. Und beim zweiten Mal waren es dann schon 300, 400 und dann kam, ja, beim nächsten Mal 1400 und dann 2000, jetzt waren es 2300 oder so, also es geht schon ziemlich gut ab. Okay. Was für Und das, Menschen? Ja, bitte, ich wollte dich nicht unterbrechen. nee, kein Ding. Und bundesweit halt ist das eine schöne Steigerung. Das geht überall so schön. Das ist echt schön zu sehen und alles immer friedlich und immer eine super Atmosphäre mit den Polizisten auch. Das ist unglaublich. Das ist, ey, das ist wirklich richtig, richtig schön. Sehr schön. Was für Menschen kommen dann da zu dieser Demo? Kannst du das mal aus deinem Blickwinkel mal beschreiben, was du für einen Eindruck hast, welche Leute zu diesen Demonstrationen kommen? Ich würde ja jetzt gerne sagen, alle, aber dann sagen irgendwelche Leute wieder, ah, da kommen Linke und ah, da kommen Rechte, aber eigentlich sollen da alle hinkommen. Alle Menschen, die friedlich demonstrieren wollen und können, sollen da hinkommen und müssen da hinkommen. Väter, Mütter, Familien, Omas, Opas mit Kindern, da ist auch alles da. Also jede Art von Mensch ist da vertreten. Da ist überhaupt keine Diskriminierung oder sowas. Wir stehen ja dafür Frieden, da kann man sich ja eigentlich fast gar nicht streiten. Und dass die Medien momentan nicht immer so ehrlich berichten, ist doch auch überhaupt kein Punkt, über den man sich streiten muss. Und dass Banken eigentlich nicht so das Beste im System sind oder das ganze System an sich, lassen wir mal die armen Banken in Ruhe, aber das System, was dahinter steht, halt alles, das ist halt, ja, da kann man sich doch überall drauf einigen. Da kann es doch fast keinen Streit geben.
Okay. Wie ist denn die Resonanz bei den Menschen, die dort zu dieser Demo kommen, über das, was auch in Berlin zum Beispiel die Redner dort vortragen? Kommt das immer gut an oder gibt es da auch Diskussionen oder ist das in der Regel eigentlich die Resonanz immer durchaus positiv? Nein, um Gottes Willen. Also ich meine, auf den Veranstaltungen ist die Resonanz immer positiv. Die Leute sind immer glücklich und also schau dir die Videos an, dann siehst du, dass das wirklich eine super Atmosphäre ist. Aber natürlich muss alles immer kritisch hinterfragt werden. Und das ist auch, was ich sage und was ein Ken Jebsen sagt und was jeder, der irgendwas sagt, der in der Öffentlichkeit steht, das habe ich ja gerade gesagt. Medien, die Informationen verbreiten, die muss man dann selber weiter recherchieren. Man kann es nicht mehr so hinnehmen, was man gesagt bekommt. Und das betrifft jeden von uns, der wir jetzt irgendwelche Informationen weitergeben. Informiert euch. Das ist ja das Beste, was ihr machen könnt. Überprüft alles. Auf dem Weg zu der Information findet ihr noch viel mehr Informationen. Ja, okay. Andreas, dann, Andreas, sag ich schon, entschuldige, Lars, dann bis dahin erstmal vielen Dank. Ich würde das gerne den Andreas mal ins Gespräch bringen. Andreas, warum unterstützt du diese Bewegung? Ja, ich fand das ganz toll, was der Lars gerade erzählt hat und stimme dem voll zu im ersten Impuls. Ja, wie kam das zu mir? Ich bekam schlicht und ergreifend von mehreren Menschen Anfragen aus der Republik, weil ich bin ja nun auch doch relativ bekannt mittlerweile und ob ich denn nicht da auftreten könne. Und dann hat meine Kollegin, die Pia Kästner, die ja die Chefin der Wissens, ich bin nicht der Chef der Wissensmanufaktur, ich bin da nur ein Mitarbeiter, aber ein guter. Und dann hat sie dann letztendlich mal kurz recherchiert, wer ist der Initiator, wer ist Lars Mehrholz und hat festgestellt, der ist politisch nach unseren Recherchen sauber und das war für mich wichtig, dass da nicht irgendwelche extremistischen Systeme hinterstehen. Und dann habe ich mir das angeguckt und habe gedacht, okay, dann bin ich mit dabei, denn wir haben ja auch ein bisschen was zu sagen. Und dann bin ich dann natürlich dem letzten Montag ohne Aufforderung und auch ohne es groß anzukündigen einfach dort zu dieser Veranstaltung gegangen, um mir vorm Brandenburger Tor selbst ein Bild zu machen. Wie ist das da? Was sind das für Menschen? Wie ist die Atmosphäre? Und das hat mich noch mehr bestärkt. Ich habe den Lars kennengelernt, ein wunderbarer Mensch. So habe ich ihn kennengelernt. So gefällt es mir auch. Da ist ganz viel Frieden und Ehrlichkeit in seinen Augen. Das war für mich entscheidend. Und dann stehe ich natürlich gern zur Verfügung, weil das ist ja letztendlich unser aller Ziel. Ja, du hattest auch spontan am letzten Montag das Mikrofon ergriffen und hast so eine ganz kurze ja, Rede dort gehalten. Du hast dort auch eine, ja, ein Wort ausgesprochen, Zeitqualitäten. Du hast gesagt, wir müssen Zeitqualitäten abwarten. Was meinst du damit, Andreas? Ja, die Zeitqualität ist für mich ein ganz entscheidender Faktor. Wir müssen einfach sehen, wie ist das Medium der Menschen, wie ist das Feld der Menschen momentan in der Denke. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir doch alle sehr, sehr stark, ja, ich sage mal, geprägt sind durch den Zeitgeist. Und dieser Zeitgeist zur Zeit, den kann man am besten mit George Orwell erfassen. Hier geht natürlich eine ziemlich starke Manipulation rum. Und das ist ja auch bekannt. Das hat heute gerade die Frau Schmalz-Jakobsen wunderbar nochmal auf den Punkt gebracht. Ich hatte mir da gerade nochmal ein Video angesehen, die bekannte Journalistin aus Russland, die ja eine große Medien- und Journalistenschelte gerade gefahren hat. Und das heißt, die Zeitqualität halt, wenn wir jetzt das Richtige machen zur falschen Zeit. Ich sage mal, wenn wir vor 100 Jahren gewesen wären oder vor 120 Jahren und ich hätte mit den Thesen, wäre ich aufgetreten, wie Martin Luther King sie völlig richtig brachte, viele Jahre später, nämlich, dass die Unterdrückung von Rassen oder von andersfarbigen, anders hautfarbenen oder was auch immer, dass man die eben halt unterdrückt, dann hätten die mich angeguckt, wo komme ich denn her? Haben sie mich mit einem Nuckel aus dem Urwald gelockt? Und dem ist natürlich nicht so. Und die Zeitqualität war dann eben halt später besser, aber immer noch nicht ganz richtig, denn es hat Martin Luther natürlich den Kopf gekostet. Und das ist oft so bei Menschen, die das Richtige tun, aber die Zeit für sie noch nicht richtig ist. Deshalb haben wir bisher noch keine offenen großen Veranstaltungen von uns gemacht in dieser Art. Und das ist auch gar nicht unser Ziel von der Wissensmanufaktur, denn wir sind ein Institut für Wirtschaftsforschung und Gesellschaftspolitik. Bloß ich bin jetzt so oft angesprochen worden und ehrlich gesagt empfinde ich jetzt momentan auch die Zeit reif dafür, die Dinge jetzt auch mal in die Öffentlichkeit zu tragen, weil selbst die größten Mainstreamer, die ich feststelle, die sind mittlerweile so, dass sie dem System nicht mehr glauben. Aber sie brauchen Alternativen und das ist dann eben halt mein Part. Ich möchte natürlich auch Alternativen bringen. Wie könnte es aussehen? Und dafür glaube ich, ist die Zeit jetzt reif.
Du bist ja am Ostermontag auf der Demonstration, die diesmal nicht am Brandenburger Tor stattfindet, sondern auf dem Potsdamer Platz. Potsdamer Platz, genau. Da hatte ich gerade einen Hänger. Auf dem Potsdamer Platz stattfindet, um das auch nochmal gleich hier zu sagen. Was möchtest du in deiner Rede am Ostermontag rüberbringen, Andreas? Das kann ich noch gar nicht sagen, weil das ergibt sich immer aus der Situation. Ich bin niemand, der Reden vorbereitet. Das habe ich noch nie gemacht, werde ich auch nicht tun. Und das ergibt sich aus der Situation. Futter ist ja nun wirklich ohne Ende da. Und ich werde versuchen, in einer auch überschaubar ruhigen Art bestimmte Zusammenhänge rüberzubringen, um die Leute natürlich auch mitzunehmen. Weil es ist ja ein komplexes Thema. Und wir müssen vorsichtig sein, es zu kurz und zu spontan hochzupuschen, damit die Leute dann ein Strohfeuer erleben, gehen hochmotiviert nach Hause und fallen dann wieder zurück in das Loch, wo sie vorher sich auch gefunden haben. Und da denke ich mal, werde ich versuchen, wahrscheinlich mal auf die aktuelle Situation der Diffamierung einzugehen, weil das ist natürlich eine wichtige Voraussetzung, dass die Leute die Meme, also die geistigen Viren, wie es Vera Birkenpiel immer genannt hat, die ja eine große Vordenkerin war, die ich ja selbst auch kannte, und dann eben halt natürlich auch in die Details, in die Ist-Situation und natürlich auch in die Situation, wie könnte es sein, und zwar einmal nach Mainstream und wie könnte es sein, wie wir es sehen, im Rahmen der Wissensmanufaktur in einem kompletten Paradigmenwechsel. Okay. Wie viel Potenzial würdet ihr denn in dieser Veranstaltung sehen? Könnte das ein Startschuss sein, auch für eine wirklich größere Bewegung? Das vermag ich nicht zu beurteilen. Es gibt unglaublich viele Dinge, die immer wieder aufkommen, denn das Machtpotenzial, die dagegen schießen, und das ja wirklich jetzt auch mit primitivsten Mitteln. Also die Tagesschau.de hat sich ja wirklich durch die Recherche alleine, was sie über mich veröffentlicht haben, da können wir nachher noch drüber reden, also dramatisch blamiert. Denn es ist überhaupt keine Recherche betrieben. Und hier wird sehr deutlich, dass selbst ein öffentlich-rechtlicher Sender, wo es Zwangsbeiträge gibt, sogar die man zu zahlen hat, im Prinzip absolut mangelhaft recherchiert. Das ist eine glatte 6, das ist ein ungenügend und das darf eigentlich gar nicht sein. Aber diese Systeme verfügen über unendlich viel Vermögen. Denn leider ist die Staatsgewalt, und ich nenne das Staatsgewalt, nämlich Kapital und Medien nicht getrennt. So wie es bei der legislativen, judikativen und exekutiven der Fall ist, findet das bei der monetativen und bei der mediatativen nicht statt. Die sind verklebt und dort liegt natürlich auch das Machtzentrum. Die können also, die verfügen über unendliche Mittel. Und darüber kann eine Wissensmanufaktur und ein Lars Meerholz und ein Kulturstudio natürlich nur träumen. Das ist ja logisch. Ja, aber trotzdem ist die Hoffnung da, dass es halt eine echt große Bewegung wird. Man sieht ja, dass ganz Europa auf der Straße ist und wir haben schon die Hoffnung, dass wir Millionen Menschen mobilisieren können und friedlich auf die Straße zu gehen und mal, wie gesagt, man muss ja eigentlich gar nicht mehr machen, als auf die Straße zu gehen und dann gucken die Leute schon, wieso stehen denn da jetzt auf einmal vielleicht 30 Millionen Menschen, was ist denn los hier? Also das wäre ja schon mal eine richtig schöne Ansage. Lars, gibt es... Bitte, Andreas. Ja, okay. Also das glaube ich auch. Die Problematik glaube ich auch gar nicht, dass die vom System ausgeht, die dagegen schießt, sondern dass nach dem Prinzip teile und herrsche die Menschen irgendwann selbst auseinander dividiert werden, die nämlich das Richtige wollen. Ich merke, trotz der großen Friedensbotschaft leider auch in den Kommentaren von irgendwelchen Videos unten drunter ein sehr hohes Aggressionspotenzial, die aus Verzweiflung natürlich heraus dann agieren. Aber da muss man unglaublich aufpassen, dass wir das versuchen unter Kontrolle zu halten. Denn Frieden hat wirklich etwas mit Frieden zu tun, auch gegenüber denjenigen, die es ausüben und dadurch Menschen schädigen. Denn es gibt ja immer zwei, einen, der es tut und einer, der es mit sich machen lässt. Ich glaube, weswegen die mich Rechtsesoteriker nennen, sind so Aussagen wie Frieden und Liebe kann nur aus einem selbst herauskommen. Wenn man selber nicht im Frieden mit sich selber ist, kann man ja schlecht Frieden nach außen bringen. So, das ist halt wirklich, das ist auch wichtig. Das hat nichts mit Esoterik zu tun. Das ist einfach Fakt. Also Esoterik heißt ja eigentlich nur nach innen gerichtet. Es wird ja immer verrückter in der Argumentation. Esoterik ist ja mittlerweile ein rechter Begriff. Wie Spiritualität wahrscheinlich jetzt auch ein rechter Begriff werden wird. Wie Familie ja auch. Der Begriff Familie, der Jürgen Elsässer, der kann das ja beurteilen. Der Begriff Familie wird ja schon als rechtsextremistisch eingestuft. Ich meine, langsam wird es so lächerlich, dass es eben halt auch der Normalbürger versteht. Und an der Kante müssen wir auch entspannt bleiben und vor allem auch merken, das System zerlegt sich eventuell selbst. Du hast völlig recht, Lars, einfach nur still und ruhig da sitzen und warten und ein Zeichen setzen. Das ist der wichtigste Punkt, dass keiner übers Ziel hinausschießt.
Absolut. Und dazu möchte ich noch kurz anmerken, Spiritualität ist auch nur ein anderes Wort für Liebe. Also da ist auch, also wie gesagt, das, man muss halt über, auch über die Begrifflichkeiten reden. Das stimmt. Da möchte ich nochmal anmerken, nicht nur der Begriff wird ja nicht nur in den rechten Sektor gedrängt. Generell wird der Begriff mit irgendwelchen komischen Leuten, die sich komische Sachen umhängen oder sonst was, behaftet. Und das ist halt absolut nicht so. Es ist im Endeffekt sehr, sehr wichtiger Begriff, der eigentlich bedeutet nach innen schauen. Und das muss ja jeder. Wir können nur bei uns selber anfangen. Das sagen alle, die damit zu tun haben. Jeder, da werdet ihr mir alle zustimmen. Von daher Esoterik, also man sollte sich einfach mal betrachten, was dahinter steht, die verschiedenen Bereiche, die man esoterisch nennt. Die sollte man sich auf jeden Fall betrachten, weil die sind sehr, sehr wichtig in unserer Gesellschaft. Ja. Okay. Ja, Lars, gibt es dann mittlerweile auch vielleicht schon Kontakte zu anderen Demonstrationen, die in Europa stattfinden? Hast du da versucht, schon mal Kontakt aufzunehmen oder jemand dich versucht zu kontaktieren? Also ich habe jetzt schon die ersten E-Mails aus Amerika bekommen, aus einem Bundesstaat. Ich habe es jetzt vergessen, aber da dürfen sie irgendwie laut Gesetz nicht demonstrieren. Laut, ja, von daher, aber er würde gerne irgendwie, aber wir haben halt unsere Flyer international gemacht. Wir produzieren jetzt die ersten Videos in mehreren Sprachen, in denen die anderen Völker halt also aufgerufen werden, sich uns anzuschließen. Ich werde dazu auch Montag auf der Montagsdemo noch einen Aufruf starten, so an Europa und die Welt aufzustehen und mit uns auf die Straße zu gehen. Also das wird sich jetzt erst in den nächsten Wochen alles entwickeln, dass wir das größer machen. Wir hatten genug damit zu tun, das bis hier hinzubringen. Das war schon echt, also teilweise 20 Stunden Arbeit am Tag. Das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen und glaube ich dir auch ungeprüft. Ja, lass uns noch mal kurz zurückkommen auf die Demonstration selbst. Wer und wie entscheidet auch über die Redner, die auf diesen Demos reden dürfen? Habt ihr da irgendwie ein spezielles Auswahlkriterium oder? Ja, am Anfang habe ich halt wirklich versucht, sowas wie offene Mikrofone zu verhindern, weil ich halt ganz genau wusste, was passieren wird, ne? Das hat ja überhaupt nichts damit zu tun, dass ich irgendwie, oder das ist auch der Grund, warum ich von vornherein gesagt habe, Fahnen sind halt doof auf dieser Veranstaltung. Sobald die Veranstaltung in irgendein Licht gerückt wird durch Fahnen oder durch irgendwelche Leute, die auf einmal was auf der Bühne sagen, was man halt nicht mehr kontrollieren kann auf die Schnelle, da ist man ganz schlecht dann irgendwie rechts oder links. So, nur deswegen gab es halt diese Regeln. Und ja, Ja. sorry. Das ist wirklich, da will ich auch noch mal ganz kurz, das ist ja interessant, weil ich ja nun in Kanada lebe. Ich bin ja nun vor fast 10 Jahren ungefähr nach Kanada gesiedelt oder zumindest teilweise. Und das Erste, was ich hatte, natürlich unglaublich guten Kontakt zu meinen Nachbarn. Und als ich dann irgendwann nach 3 Monaten, irgendwann kam dann ein Nachbar zu mir und sagte zu mir, sag mal, gefällt dir das hier eigentlich in Kanada? Und ich sage, ja, wunderbar. Er sagt, da bist du wirklich sicher? Ich sage, ja, wirklich. Er sagt, ich sage, warum? Er sagt, weil du hast bisher noch keine kanadische Flagge gehisst. Oh, habe ich gesagt, das tut mir jetzt aber leid, weil das haben die als negativ empfunden, dass ich keine Fahne hatte. Da musste ich ihm erstmal erklären, dass es in Deutschland schon kritisch ist, wenn man also über 3 Wochen nach einer Weltmeisterschaft noch eine deutsche Fahne am Auto hat. Dann wird es schon langsam kritisch. Also das ist natürlich auch der Unterschied zwischen den Ländern. Also in anderen Ländern, da kannst du natürlich mit Fahnen winken, bis der Arzt kommt. Und das ist hier natürlich sehr ungewöhnlich. Ja, Dazu möchte ich noch mal was sagen. Das hat Kenny auch schon mal gesagt. Es ist gerade wichtig, dieser Bewegung keinen Namen zu geben und kein Gesicht, das man halt irgendwo spalten kann, so wie bei Occupy zum Beispiel, die im Endeffekt untergegangen sind. Und ich finde auch Redner, gerade wo das Mikrofon, wo du es nochmal erwähnt hast, das ist offene. Irgendwer hat, glaube ich, berichtet, dass der Rüdiger Klaassen, der von Staatenlos Info, die na klar total wirres Zeug teilweise verzapfen und verbreiten gesprochen hat, wo sich die Hälfte der Zuschauer halt mit dem Rücken zum Sprecher gewandt hat und nicht mehr zugehört hat und so gezeigt hat, dass sie das nicht wollen. Also ich finde, die Massen, die sind nicht doof, die können selber entscheiden. Und da muss es auch wieder hin. Die Leute müssen halt selbst entscheiden können. Die sollen nicht irgendeinem Führer folgen, so wie Ken ja auch nicht auf der Bühne steht. Ja, genau, so wie ich nicht auf der Bühne stehen will und lieber unten rumlaufe. Und so wie wir auch in Berlin bei der letzten Veranstaltung eigentlich jeden haben reden lassen, der da hochgehen wollte. Ich meine, man hat ja auch ein bisschen Menschenkenntnis und wenn dann einer zu mir kommt und sagt, ey, kann ich mal bitte auf die Bühne, ich habe was zu sagen, dann sage ich mittlerweile auch schon, okay,
weil die Medien zerreißen uns eh. Und wenn der da oben wirklich groben Unfug reden würde, würden auch die Massen genauso reagieren, wie du es gerade gesagt hast, glaube ich. Also von daher sehe ich da jetzt auch gerade aktuell kein Problem mehr. Da ist eine kritische Phase überschritten. So am Anfang war es halt wirklich ganz, ganz wichtig. Bei so kleinen Bewegungen, aber jetzt ist natürlich, jetzt ist es, ja, jetzt ist es so gut, wie es ist. Jetzt kann jeder reden, der kommen will. Da sollte man die Individualität der Gesellschaft auch wahren. Ich meine, wir wollen ja mehr werden mit dieser Bewegung, alle, die das unterstützen, den Frieden. Und da kommen halt viele von ganz vielen verschiedenen Seiten. Ne, viele Wege führen nach Rom, gibt es ein Sprichwort so, das ist halt wirklich von 360 Grad strömen die Leute zu. Der eine halt, weil er keinen Genfug mag, der andere, weil er irgendwie schon für gegen Atomkraft protestiert oder. Ja, ein bisschen das Problem. Das Ding ist ja auch ein bisschen der Konsens. Man muss sich ja auch die Leute, guck mal, das ist es ja, wie das irgendwie gesagt haben, Frieden, Presse, Banken oder Finanzsystem halt. Die Leute brauchen einen Konsens. Wenn da jetzt jeder sein Süppchen erzählt, dann sind da immer wieder welche unten bei, die sagen, ach nee, das interessiert mich eigentlich gar nicht oder das ist nicht mein Thema. Aber es ist schon okay so. Und natürlich muss auch jeder mal damit leben, dass ich sage oder irgendjemand anderes auf der Mahnwache sagt, ne, jetzt gerade nicht mehr, weil irgendwie schon zu viele Redner waren oder keine Zeit mehr ist. Ne? Also es gibt trotzdem auch immer noch Regeln. Und aber natürlich versuchen wir jedem die Stimme zu geben, natürlich. Hm. Ja, woran könnte eigentlich diese Bewegung auch scheitern? Also wir hatten ja mit Occupy auch eine Bewegung, die ja auch dann irgendwie im Sande verlaufen ist. Was meint ihr? Welche Fehler könnten begangen werden, auf die diese Bewegung sich nicht einlassen sollte? Andreas oder auch Lars gerne? Ja, gerne Andreas, weil ich habe mir überhaupt noch keine Gedanken drüber gemacht. Das geht alles so schnell. Es ist ja auch überhaupt nichts geplant von mir. Vor 5 Wochen habe ich auch noch nicht an Demonstrationen gedacht. Also von daher, mein Ziel ist es erstmal, Menschen zu mobilisieren. Und alles Weitere wird sich ergeben. So wie es jetzt ist, sollte es auf jeden Fall nicht weitergehen. Genau, also ich denke mal, unterm Strich gesehen, läuft es genau so, wie es ist, richtig. Wir brauchen auf gar nichts groß achten. Wir müssen einfach nur authentisch sein. Und jeder muss auch so sein dürfen, wie er ist. Ich bin zum Beispiel jemand, der schon auf die Bühne geht, aber nicht, um sich selbst darzustellen. Ich trage auch zum Beispiel keine Mütze, wenn ich rede, weil ich möchte, dass mir die Leute auch in die Augen sehen können und auch meine Körperhaltung beim Sprechen sehen, weil sie daraus auch viel ableiten können. Wir wissen alle, dass jeder seinen Lebenslauf fälschen kann. Die meisten Lebensläufe sind gefälscht. Und wenn einer nicht spurt, dann wird er eben halt über diese Schiene rausprovoziert. Deshalb ist es für mich zum Beispiel wichtig nicht, was hat einer gelernt, studiert und wie ist sein Lebenslauf und ob er sich nachts von einer Domina an die Heizung anketten lässt. Das ist mir eigentlich ziemlich wurscht, wenn er eine ordentliche Politik macht und niemanden anderen schädigt. Das ist nicht mein Thema. Und ich glaube, das ist entscheidend, authentisch zu sein. Und die Leute müssen erkennen anhand ihres Bauches und ihres Empfindens, ist der ehrlich oder ist der nicht ehrlich. Wer Ken zum Beispiel sagt, ich möchte gerne, das ist eine wunderbare Argumentation, ich möchte nicht, dass ihr mich seht, sondern ich möchte eben halt, dass ihr meine Stimme hört und auf das achtet, was ich sage. Aber beim ersten Mal hat er auch auf der Bühne gestanden und damit kann man ihn einschätzen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das, was er macht, das ist ja ein Feuerwerk, was er rausbläst und das natürlich auch sehr strukturiert. Das ist ja nicht einfach nur dumm. Also, dass da viele sagen dann eben halt, ja, das ist ja alles nur mehr oder weniger plumpe Propaganda. Nein, das hat ja alles Hand und Fuß, was er sagt. Ich werde es wiederum ganz anders machen. Und genau das ist entscheidend. Wichtig ist, dass jeder so authentisch wie möglich, ich finde, wenn Lars auf die Bühne geht, ich nehme ihm das ab, das ist ehrlich, ich sehe seine Augen und das ist aufrichtig. Und so empfinde ich das und damit ist es gut gesagt. Und das ist das, der einzige Fehler, den man machen kann, ist unehrlich zu sein. Das ist alles. Und das liegt an den Einzelnen. Also, gut ist es. Ja, dann lasst uns doch mal zu dem Thema kommen, das natürlich auch gerade seit gestern nochmal hochgepusht wurde und auch heute wieder gab es einige Zeitungsberichte, die über diese Montagsdemonstration, Friedensdemonstration berichtet haben im Mainstream. Also man sieht dort auch sehr viel Spaltungspotenzial beziehungsweise wirklich Husarenstücke der Propaganda, würde ich bald mal sagen. Gestern lief ja zum Beispiel auch ein Interview auf Dreisat mit der Jutta Dittfurth in der Sendung Kulturzeit. Bitte das nicht verwechseln mit Kulturstudio.
Und ich möchte einfach mal, ich habe das Interview mal ganz kurz so zusammengefasst. Ich möchte es jetzt nicht einspielen, sonst werden wir bestimmt wieder irgendwelche rechtlichen Probleme kriegen bei YouTube und so, obwohl man das journalistisch verarbeitet, aber das ist denen auch egal. Also deswegen habe ich das einfach mal ein bisschen rausgearbeitet. Und die Frau Dittfurt spricht ja im Zusammenhang mit dieser Montagsdemonstration speziell in Berlin über neue rechte Gruppen, ja, und die anfällig auch sind für diese Form der Agitation und Propaganda. Und dort spricht sie direkt Jürgen Elsasser, Ken Jebsen und Lars Meerholz an, als all diese neuen rechten Propagandisten. Also sie bezichtigt sozusagen Elsasser, Jebsen und auch Meerholz als die neuen rechten Propagandisten. Dann gab es die Frage auch von der Moderatorin. Moment, ich muss hier mal kurz umschalten. Dann gab es die Frage von der Moderatorin, wie sie dann gelernt hätte, die Spreu vom Weizen zu trennen. Und da hatte sie ihr eigenes Handwerkszeug, besonders die Sprache, wäre dort wichtig. Man hätte sich neuer Sprache bedient, man müsse diese Codes erkennen, sagt sie. Der Meerholz behauptet, dass die Kriege Kriege und Probleme der letzten 100 Jahre auf die FED zurückgingen. Sie setzt aber damit zurückzuführen sind und damit deutet er auf eine jüdische Weltverschwörung hin. Also nur weil der Lars die FED kritisiert, setzt sie das gleich mit einer jüdischen Weltverschwörung, also sie setzt es auch gleich mit Holocaustleugnung, wie sie sagt, also daran ist nur die also Schuld, wer sagt, die FED ist an allem schuld, der leugnet auch sozusagen den Holocaust, also es ist unglaublich, was diese Dame dort gestern von sich gegeben hat. Man fände antisemitische Karikaturen und auf den entsprechenden Seiten, auch der Sympathisanten dieser Bewegung oder Hassschriften gegen die Rothschilds. Dann wurde gefragt, wer steckt denn hinter diesen Aufrufen und da zu dieser Demonstration, da sagte sie verschiedene Ebenen, Namen sind da besonders wichtig, als erstes der Propagandist Ken Jebsen, Jürgen Elsasser, der früher Kommunist war und heute ein glühender Antisemit und Schwulenfeind ist und natürlich Lars Meerholz, der sich als unschuldiges Individuum hinstellt, aber offensichtlich aus rechtsesoterischen Kreisen kommt oder auch zu den Reichsbürgerkreisen gehört. Wie gefährlich sind diese Gruppierungen, kam dann die Frage und dann nahm man Bezug auch auf AfD und NPD. Diese weisen wohlwollend auf ihren Seiten auf diese Veranstaltung hin, aber tarnen sich noch, weil sie dort ohne Fahnen hingehen sollten. Und das ist halt ein Spielfeld für Verschwörungstheoretiker, Truther, Ideologen aller Couleur, Leute aus der alternativen Bewegung und auch Silvio Gesell-Anhänger. Das sind jetzt mittlerweile auch Nazis und Antisemiten sozusagen. Und der gemeinsame Nenner wäre dann, wir sind alle für Frieden, aber schuld ist daran eine jüdische Weltverschwörung. Ja, dann fragte die Moderatorin noch, inwiefern hängen diese Internetaktivitäten mit rechten Parteien zusammen? Und da sagt sie nochmal, die Jutta Dittfurt, man sieht eine Verbindung zur AfD und zur NPD, ein riesiges Spektrum. Wenn man die in einen Saal sperren würde, so sagte sie, würden die sich wahrscheinlich selber gegenseitig verprügeln. Und man habe eine relativ große Reichweite, rein in den Köpfen von relativ unbedarften Menschen. Menschen, die unter Krisen oder vor allem unter allen möglichen Problemen des Lebens leiden, aber sich nicht damit auseinandersetzen wollen und irgendwie einen Schuldigen finden müssen. Und der Schuldige ist Verschwörung, ist eine Verschwörung und dahinter stecken immer die Juden. So schlicht läuft das zum Teil. Das sind Zitate von Jutta Dittfurt aus dem gestrigen Beitrag bei Dreisat Kulturzeit. Ja, Andreas und vor allem auch Lars, wie geht man mit solchen Diffamierungen und Verleumdung eigentlich um? Also ich verstehe vor allem die Hälfte gar nicht von dem, was sie sagt. Das ist mein größtes Problem. Ich habe noch nie was von Reichsbürgern gehört. Ich habe noch nie was von Querfront gehört. Ich habe noch nie was von Rechtsesoterikern gehört. Also ich bin da ein bisschen überfordert von der Frau. Das ist echt hart. Ich meine, ich verstehe, was sie sagen will. Und ich finde das echt schon ziemlich heftig, weil ich habe Freunde, die sind Juden. Ich war schon mehrfach in Israel. Ich habe schon große Teile der Welt bereist. Ich versuche, mich buddhistisch zu leben. Ich kann es imperativ, den finde ich sehr gut. Also verhalte dich immer nur so, dass dein Verhalten zur allgemeinen Richtlinie werden kann. Und so, das sind alles so Grundsätze. Und ich durchs Fallschirmspringen auch so viele Tausende von Leuten kennengelernt und Menschen kennengelernt.
dass ich das überhaupt, also wie gesagt, von den Leuten hat nie einer mit mir gesprochen. Die haben das alle aus meinem etwas provokativen Satz abgeleitet. Natürlich ist das eine, ist der Satz provokativ gemeint, aber er bedeutet auf jeden Fall, guckt euch das doch mal alles genauer an. Guckt euch doch mal dieses Finanzsystem genauer an in den letzten 100 Jahren. Mehr soll der Satz gar nicht sagen. Und dann so viel da reinzupacken, das hat mich echt schon schockiert. Andreas, du als ja Profi kann man ja sagen, du bist ja eigentlich ein gestandener Mann der Wirtschaft. Du hast ja selber auch eine Pop-AG, die Pop-AG geleitet. Und wie gehst du eigentlich damit um, mit solchen ja übler Nachrede, könnte man das juristisch sogar schon bezeichnen, mit dieser üblen Nachrede? Ja, ich denke mal, diese Aussage ist ja sowas von kompetenzfrei gewesen, dass es unheimlich schwer ist, darauf überhaupt zu reagieren. Das macht mir relativ wenig Sorge. Also ich denke mal ganz einfach, dass die Frau Dittfurth, ich muss sagen, ich schätze ihren Vater sehr, den Heumer von Dittfurth, den ich auch mal persönlich kennenlernen durfte. Das war ein ganz brillanter Mann. Der würde wahrscheinlich erschrecken, wenn er wüsste, was daraus geworden ist, aus seiner Tochter, was sie da so raushaut. Ich denke ganz einfach, sie ist jetzt in einem Alter, wo sie ein Problem hat. Und jetzt könnte es sein, dass ihre Bücher nicht mehr verkauft werden könnten, weil sie alle auf das Rechts-Links-Dogma aufgebaut sind. Und wenn wir jetzt irgendwann sagen, es gibt gar kein Rechts und gar kein Links und auch keine Mitte, dann fällt das Weltbild für solche Menschen natürlich zusammen und sie können ihre Umsätze nicht mehr machen. Also muss man doch logischerweise aus einer gewissen Verelendungsangst diese Dinge natürlich dann so runterbrechen. Was sie da gemacht hat, war ja völlig komplett kompetenzfrei. Das heißt, sie hat ein paar Vokabeln wie rechts und esoterisch und hat ein paar Vokabeln wie frauenfeindlich, glaube ich, noch und extremistisch und Nazi, alles in einen Topf und zweimal gerührt. Also das merkt ja wirklich ein Blinder mit einem Krückstock, dass da nichts an sachlicher Fähigkeit und auch nichts an Recherche hinterstand, sondern dass es einfach nur ein ganz billiges Herumposaunen war. Also das war wirklich unter aller Würde. Ich glaube, da brauchen wir gar nicht viel reinzustecken, denn da ist sie einfach aus meiner Sicht eben halt vielleicht in der Situation und bringt sich wieder ins Gespräch. Sie hat jahrelang oder jahrzehntelang eben halt, die ist ja nicht dumm, die Frau, die hat über Jahrzehnte lang hat sie eben halt auf das linke Pferd gesetzt und jetzt stellt sie plötzlich fest, oh Gott, es gibt kein Links und kein Rechts, sondern vielleicht gibt es nur Gut und Böse, wie auch immer. Also das Problem ist einfach, auf einer Kugel gibt es kein Links und Rechts. Es gibt auch kein Oben und unten. Und das ist jetzt das Problem. Das heißt, ein solches Weltbild fällt plötzlich auseinander. Und dann muss man sowas einfach auch aushalten. Weil wenn es jemand sagt, den ich ernst nehme, dann mache ich mir schon Gedanken. Aber Jutta Dittfurth gehört diesbezüglich definitiv nicht dazu. Das hat sie deutlich gemacht, also mit dem, was sie ausgesagt hatte. Also was mich da mehr interessiert, wenn wir uns über die Tagesschau unterhalten oder über andere Medien. Aber Jutta Dittfurth ist nicht wirklich das Thema. Das hat sie deutlich bewiesen. Ja, wir werden natürlich auf die Tagesschau können wir auch gleich nochmal eingehen. Und zwar wäre mir da wichtig, ich muss mal ganz kurz den Artikel, den ich hier mal gesichert habe, aufrufen und blende den auch mal ein, um auch mal auf den Duktus hinzuweisen. Ich habe hier noch einen zweiten Artikel, den hatte der Lars heute nochmal geschickt aus der Berliner Zeitung. Und ja, man sieht ja auch eindeutig ja, gewisse Begrifflichkeiten, die natürlich die aufgeklärte Leute sofort in die ins Auge fallen. Also dass man natürlich mit vielen Begrifflichkeiten arbeitet, die natürlich Reizbegriffe sind, Meme, ja, in gewisser Weise. So, jetzt blende ich das Ganze auch mal ein. Da muss ich jetzt bloß hier mal schnell die Kamera umschalten. Wir sind hier leider noch nicht so modern ausgerüstet. So. Ganz kurz mal bei dem Tagesschau-Artikel, da ist natürlich wichtig, dass da erstmal mein, also ich habe ja die Anfrage bekommen. Das war schon eigentlich ziemlich fair. Das war das erste Medien, das erste, ja, also die erste Medienanstalt, die mich angefragt hat und mir ein paar Fragen gestellt hat und mir die Chance gegeben hat, mal zu antworten. Bis jetzt die Jutta Dittfurth und der Spiegelfechter und der Spiegel, der es kopiert hat und die Berliner Zeitung oder keiner hat je mit mir gesprochen, noch nicht ein Wort. Und tagesschau.de hat mir halt eine E-Mail geschickt und die habe ich beantwortet. Ne, und die ist auch im Internet zu finden, meine Antwort. Und was die Tagesschau.de daraus gemacht hat, das ist eine reine Farce. Okay, ich habe ihn jetzt mal eingeblendet und ein bisschen was markiert. Also der Tagesschau-Artikel heißt Für den Frieden gegen die FED.
Also ist da schon mal erstmal die Überschrift. Sie nennen sich die Friedensbewegung. Seit einigen Wochen versammeln sich insbesondere in Berlin tausende Menschen zu Montagsdemonstrationen und Mahnwachen für Frieden in Europa und auf der Welt. Wer für Kriege verantwortlich ist, dazu haben die Veranstalter eine sehr spezielle Vorstellung. Dann ist natürlich das Bild eingeblendet für Frieden in Europa und der Welt, für Frieden mit Russland und gegen die Todespolitik der Federal Reserve. Schluss mit Lügen, für eine ehrliche Presse, Demokratie jetzt, immer montags, immer 18 Uhr. Das ist euer Plakat sozusagen. Und dort steht, wer als einziger den Frieden der Welt stört, das verrät schon das Plakat der Mahnwachen. Also hier die FED sozusagen, die du ja auch provokativ benannt ist. Dann geht es da so weiter im Verlauf des Textes. Als offizieller Organisator gilt Lars Mehrholz aus Berlin, der bisher politisch nicht in Erscheinung getreten ist. Nach einigen Angaben hat er alle seine politischen Erkenntnisse in den letzten Wochen durch Selbststudium im Internet erlangt. Seine Quintessenz lautet, die tödliche Politik der Federal Reserve Bank, der Notenbank der USA, sei für alle Krieger der letzten 100 Jahre verantwortlich. Die FED lasse ihre Interessen militärisch durch die USA durchsetzen und verdiene am Krieg und am Tod von anderen Menschen, zum Beispiel im Irak und Libyen, sagte Mehrholz Tagesschau.de. Wirklich unpolitisch kommt dann die Frage, immer wieder weisen Mehrholz und seine Anhänger darauf hin, dass es sich um politisch nicht gebundene Bewegung handelt, die weder rechts noch links sei. Also hier gibst du ja dein Statement ab. Neben der Pauschalverurteilung der FED, die Mehrholz als private Bank bezeichnet, ich meine, daran gibt es ja nur keinen Zweifel, dass es eine private Institution ist, bezeichnet sind dort unter anderem die Parteinahme für Russland sowie gegen die USA und Europa eine pauschale Verdammung aller Systemmedien sowie die Leugnung der Existenz des deutschen Staates zu finden. Also ich habe da leider nie was hören können, dass du irgendwelche diese Äußerungen auf dieser Demonstration zu finden sind. Aber hier wird es einfach geschrieben. Da wird ganz viel Schlimmes geschrieben. Komm, das ist doch fast das Kleinste gerade gewesen. Ja. Wir kommen ja noch weiter. Genau. Zum Thema Ukraine-Konflikt wird meist unreflektiert die Meinung der russischen Staatsmedien wiedergegeben. Aha, okay. Weiter unten finden wir dann der Hinweis auch nochmal zu Herrn Jepsen. Steile Thesen bei der Mahnwache. Auch die Auswahl der Redner auf der Montagsdemonstration ist vorsichtig gesagt sehr speziell. So trat der vom RBB wegen antisemitischer Äußerungen gefeuerte Moderator Ken Jepsen auf. Weiter der Unternehmer Alexander Popp, also nicht Andreas Popp, sondern Alexander Popp. Vielleicht meinen Sie auch einen anderen, aber ich wüsste glaube ich nicht, dass dann Alexander Popp aufgetreten ist, der eine kommissarische Reichsregierung für Deutschland fordert. Also das ist mir neu, dass du eine kommissarische Reichsregierung forderst. Das habe ich von dir, glaube ich, noch nie gehört, lieber Andreas. Nee, das wohl auch nicht. Ja. So, und später unten nochmal Mehrholz, der sich gegenüber Tagesschau als Hitzkopf, aber mit Reflexionspotenzial bezeichnet. Sind solche Verschwörungstheorien offenbar zum Teil selbst unangenehm und so weiter und so weiter. Und dann kommt als Kommentar ein Kommentar dazu, der die Überschrift hat, für Frieden, aber gegen was? Also eigentlich heißt doch die Frage, in der Regel sagt man doch immer, ja, ihr seid irgendwie gegen was, aber für was seid ihr dann? Also nur dreht man das Ganze um. Dann nimmt man ein bisschen Bezug auf die Foren und so weiter, Facebook-Seiten, die halt ja zum Teil stundenlang mit Beleidigungen und Vorwürfen und Pamphleten bombardiert worden sind. Also pauschal wurden ihnen Lüge, Manipulation, Zensur und Kriegshetze vorgeworfen. Eine inhaltliche Auseinandersetzung war so kaum möglich. Also da beschwert sich halt der das öffentlich-rechtliche Fernsehen, die ARD, dass sie halt einen sogenannten Shitstorm ausgesetzt waren, in dem Leute protestiert haben gegen die Art der Berichterstattung. Ja, und dann das war es eigentlich schon das Wesentliche, warum ausgerechnet die russischen Staatsmedien, auf die er verweist, unvoreingenommen und neutral über den Konflikt berichten sollen, erklärt er nicht. Ja, also wie gesagt, es sind hier sehr viele Reizbegriffe drin. Reichsbürger haben wir drin, kommissarische Reichsregierung haben wir drin, Antisemitismus haben wir hier drin, antisemitisch haben wir hier auch drin. Ja, gucken wir das heute mal in die Berliner Zeitung, in den Artikel, der schon die Überschrift hat, völkische Friedensbewegung. Also man versucht natürlich da schon mal den Hinweis zu geben auf einen rechten Hintergrund, weil dieses Völkische gehört ja auch immer zur NPD und so weiter. Unter dem Label Friedensbewegung 2000 protestierten verschiedenste Verschwörungstheoretiker,
Rechte und Populisten bei der Montagsdemonstration regelmäßig gegen die Politik von EU, USA und NATO sowie gegen das Finanzkapital. Also hier wird schon mal ganz, ganz klargestellt, alle, die gegen die EU protestieren, gegen die Politik der EU, der NATO und der USA, das sind schon mal nur Verschwörungstheoretiker, Rechte und Populisten. Ken Jebsen behauptet etwa, die Anschläge vom 11. September wären inszeniert. Am Dienstag wurde die Facebook-Seite dieser Zeitung mit Hasseinträgen überflutet, also es geht um die Berliner Zeitung. Ja, und dann unten steht es nochmal weiter, am 17. März fanden sich knapp 100 Menschen ein, als Mehrholz zu einer Kundgebung Brandenburger Tor aufrief und in den folgenden Wochen wuchs die Zahl der Teilnehmer auf mehr als 1000 an. Daran hatte auch Radiomoderator Ken Jebsen seinen Anteil, den der RBB Ende 2011 wegen Antisemitismusvorwürfe, da haben wir es mal wieder, raus warf. Seitdem macht Jebsen eine eigene Sendung im Internet. Bei den Montagsdemo redet er ohne Punkt und Komma gegen das Finanzkapital an, gegen die Propagandapresse und vermeintliche Hetzkampagne gegen die Russen. Eine immer kleinere Wirtschaftselite kontrolliere immer größere Teile des Globus und er bekommt viel Applaus von den Umstehenden. Ja, dann spricht man nochmal die Chemtrails an, die man auch nochmal mit reinbringt hier, die Verschwörungstheorie halt. Und dann kam nochmal unten ein sehr toller Hinweis. In Leipzig behauptet ein Redner, der Saatguthersteller Monsanto produziere unsere gesamten Lebensmittel und beherrsche die Welt. Bei den Demos in Berlin sind nicht nur Reichsbürger, sondern auch Anhänger der Verschwörungstheorien anzutreffen. Die Truther-Szene etwa. Sie glauben, so wie Ken Jebsen, dass die Anschläge vom 11. September 2001 in den USA durch die Regierung selbst verübt worden sind. Ja, also auch hier sieht man, es wird immer auf die gleichen Reizbegriffe gesetzt. Verschwörungstheoretiker, Truther, Reichsbürger, rechte Szene, Antisemit und so weiter. Also immer die gleiche Masche. Also kannst du da bitte nochmal eben aktuell auf den Artikel von Attac eingehen und die Überschrift und die Unterüberschrift einmal vorlesen? Das ist unglaublich. Attac, ich habe den nicht jetzt vorliegen. Ich habe den gerade über Skype geschickt, schau mal. Oh Gott, das ist jetzt schlecht. Hast du mir das damit reingeschrieben, den Text, ja? Andreas Popp gehört zur sogenannten Wissensmanufaktur, mit der er seit langem für den Plan B wirbt, mit dem Untertitel Revolution des Systems für eine tatsächliche Neuordnung. Popp und sein Mitautor Albrecht beziehen sich dort positiv auf die antisemitische Hetzschrift Manifest zur Brechung der Zinsknechtschaft von Gottfried Feder, den sie als großen Wissenschaftstheoretiker würdigen. Feder war bis 1933 einer der führenden Wirtschaftstheoretiker der NSDAP. Mit seinen Thesen zur Zinsknechtschaft und seiner antisemitischen Hetze hatte er großen Anteil an den Wahlerfolgen der NSDAP. In Mein Kampf streicht Hitler mehrmals die hohe Bedeutung heraus, dass die These Feders für ihn hatte. Ja. Also die Überschrift ist: Neurechte Bewegung orientiert sich an NSDAP-Forderungen. Also man versucht hier also ganz knallhart, diese Bewegung als rechtsradikal, neurechts und antisemitisch zu diffamieren. Ja, jetzt habe ich erstmal genug geredet. Ja, Lars. Und ich bin sprachlos. Ja, also vielleicht nochmal zu mir. Also das ist ja ein Thema, das sind ja mehrere Themen jetzt auf einmal. Das, was die Tagesschau da gemacht hat, ist letztendlich aus meiner Sicht fast ein hilfloses Gestammel. Das erinnert mich an die letzten Züge der DDR. Weil dann eben halt der antiimperialistische oder der imperialistische Einfluss eben halt letztendlich die DDR-Leute auf die Straße geschickt haben und sprach genau von denselben Situationen. Die andere Frage beispielsweise, was den Gottfried Feder anbelangt, da müsste man ein bisschen ausholen. Gottfried Feder hat 1919, da gab es keine Nazis, geschrieben etwas über die Zinsknechtschaft, das stimmt. Und er ist auch von den Nazis nach 1933 auch negativ bewertet und quasi an die Wand gestellt worden. Nicht an die Wand gestellt worden in physischer Form, sondern in psychischer. Man hat ihn ausgemustert. Es gibt also ganz klare Aussagen beispielsweise, wo die Zinskritiker, zum Beispiel hat das der Spiegel aus dem Jahre 1964, das habe ich jetzt nicht hier im Moment, weil damit war ich nicht vorbereitet drauf, gesagt, dass nicht die Zinsproblematik das Problem ist, sondern die Leute, die darüber reden, sind das Problem. Das heißt, es gab einen sehr, sehr starken Kampf gegen Gottfried Feder von den Nazis
Das ist richtig, aber er war vorher mal in der NSDAP. Und die Problematik ist, dass wenn jeder, der irgendwann mal in irgendeiner Form etwas geschrieben hat und dann später in der NSDAP war, da müssen wir jeden Politiker nahezu, der in irgendeiner Form in den 20er oder 30er Jahren irgendwo politisch aktiv war, den müssten wir rausnehmen und der darf nichts Interessantes mehr gesagt haben und alles war immer nur falsch. Das ist mir zu kurz gesprungen. Also es ist natürlich sehr, sehr unfair, wenn man solche Dinge aus dem Zusammenhang reißt und sagt, das war ein Nazi. Nein, der wurde von den Nazis negativ bewertet und zwar außerordentlich. Der wurde auch angegriffen und zwar von der obersten Riege selbst. Aber er hat 1919, ich möchte noch mal darauf hinweisen, das war im Rahmen der sogenannten Versailler Vertrages, hat er, also kurz vorher, glaube ich, hat er eben halt ein Manifest zur Brechung der Zinsknechtschaft geschrieben. Und das Ganze als rechtsextrem zu bezeichnen, ist wirklich komplett absurd. Aber es ist wunderschön, wenn so etwas diskutiert wird, denn wir haben diesen Namen Gottfried Feder auch offiziell seit Beginn an im Plan B drin. Distanzieren uns aber auch von jeglicher Form, irgendwelcher rechtsextremistischen Form und schon gar von den Nazis des sogenannten Dritten Reiches. Da brauchen wir doch überhaupt nicht drüber diskutieren. Was soll diese Diskussion? Also eigentlich ist das mehr oder weniger ein hilfloses Gestammel, da jetzt letztendlich nochmal irgendwo etwas rauszuziehen, um dann Menschen zu diffamieren. Aber das ist nichts Neues. Also eigentlich ist es dasselbe wie vorher auch schon. Ja, es ist schon auch sehr absurd. Es ist schon auch so absurd, dass man auch einen Silvio Gesell jetzt in die rechte Ecke stellen möchte. Ja, sie waren natürlich, ein Rudolf Steiner, ein Karl Marx, das waren aus heutiger Sicht alles Antisemiten. Ja, also ich meine, was ist überhaupt diese ganze Begrifflichkeit? Es ist ja nicht mal eine klare Definition. Das sind ja im Prinzip Totschlagkeulen, die ja nirgendwo definiert sind. Wenn wir mal eine klare Definition hätten, wüsste man ja, was man sagen darf und was nicht. Also wir haben eine klare Definition und das ist, die Palästinenser sind auch Semiten. Ja klar, logisch sind es Semiten. Ja, natürlich. Also dieses Antisemiten, das ist total, wir wissen, dass es da eine ganze Konzernindustrie dahinter gibt und die Lobbyisten dort sehr aktiv sind rund um die Welt. Man versucht mit solchen Begrifflichkeiten sachliche Auseinandersetzungen zu verhindern. Man nennt das auch politisch Correctness. Früher nannte man so etwas Zensur. Und ich möchte mal eines sagen, wir haben damit das Problem geschafft, was George Orwell schon beschrieben hat 1984. Er sprach vom Wahrheitsministerium. Heute nennen wir es DPA und Reuters. Das ist unser Problem, was wir haben. Ganz klar. Ja, ich würde gerne ganz kurz noch zu dem Tagesschau-Artikel was sagen. Zum Beispiel sollte der Herr sich mal mit dem Federal Reserve Act auseinandersetzen. Also das ist halt schon wichtig, das sollte man wissen. Und dann schreiben die auch immer sowas wie Anhänger. Also meine Anhänger, das ist der größte Bullshit. Da wollen die auch schon wieder irgendwie was aufbauen oder irgendjemand aufbauen, um ihn dann wieder danach einzureißen oder was auch immer. Also ich in jedem Video, was ich gebe und dann erzählt mir irgendjemand was von Anhänger, dann schüttel ich erstmal den Kopf. Also ich will mich von sowas ganz klar distanzieren. Ich habe keine Anhänger. Ich will keine Anhänger. Wir stehen da alle gemeinsam für ein Ziel. Sowas gibt's nicht. Nur einer muss halt mal ein bisschen mehr sagen als die anderen, sonst würde ja da keiner stehen. Ja, also man sieht ja, dass diese Färbung durchweg durch alle Artikel, und da gibt es noch schlimmere von der Zeit zum Beispiel, der ist absolut lustig zu lesen, auch das Bild, was da drüber ist, spricht klare, deutliche Worte, wo eine NPD-Demo mit NPD-Fahnen, Glatzen und sowas da irgendwie gezeigt wird. Das ist also totale Verzerrung. Die spricht ja eine klare Sprache, diese ganze Propaganda ist es ja eigentlich schon, und zeigt aber im Endeffekt, dass das der richtige Weg ist, dass man sich keinen Namen gibt und keine Partei ergreift, auch nicht von links und nicht von rechts. Ja. Also Elsasser hat heute auch nochmal, Jürgen Elsasser vom Kompaktmagazin hat natürlich heute auch nochmal gestern Abend schon ein Statement dazu abgegeben zu der Sendung und hat heute auch Klage eingereicht gegen Frau Dittfurth, die ihn ja als Antisemitin und schwulenfeindlich dort bezeichnet hat. Natürlich laufen dort auch überall die Kommentare wieder heiß, auch bei den Facebook-Seiten und so weiter. Aber lasst uns doch mal zu einem viel, viel wichtigeren Punkt kommen. Wie können wir mehr Menschen eigentlich dazu bewegen, Farbe zu bekennen? Beziehungsweise wie können wir auch immer mehr zusammenfinden, als uns zum Beispiel durch solche Geschichten, die inszeniert sind in der Presse, in den Medien, auseinander dividieren zu lassen und uns irgendwelche Etiketten anhängen zu lassen? Also ich glaube, Entschuldigung. Ja, nee, also ganz kurz, du siehst es ja auf den Mahnwachen. Im Endeffekt finde ich das auch alles ein bisschen
Es wächst kontinuierlich, es wächst super harmonisch, es ist so eine friedliche, liebevolle Stimmung. Was will man erwarten? Weißt du, wir machen das jetzt seit 5 Wochen. Jahrelang ist gar nichts passiert. Also wir können doch alle glücklich sein, dass dieses kleine Pflänzchen so behutsam wächst. Selbst wenn es so schlimmes Wetter ist wie beim letzten Mal, da wäre ich auch über 1000 Leute super glücklich gewesen, aber es waren auf jeden Fall über 2000 da und es hat so mies geregnet, es war so bitterkalt und alle haben gefroren und das ist überhaupt nicht, ich glaube, du musst fast gar nichts mehr machen, das Ding ist am Rollen, die Leute kommen, die Leute haben verstanden, die gucken hinter den Vorhang, das Internet, das ist das Schöne, wir leben in einem Informationszeitalter und die Leute kriegen halt schon die Informationen, die sie brauchen und mittlerweile, ja, gucken halt immer mehr und recherchieren selber und durch die Freunde, wenn du das siehst, was hier alles geteilt wird und gemacht wird, da, das lässt sich gar nicht verhindern, dass das immer mehr wächst gerade. Also ich glaube auch, dass es jetzt sehr wichtig ist, dass diese Mediengeschichte läuft. Ich finde das gut, dass das System da momentan sich dermaßen outet. Denn es ist ja ein Out-Vorgang, der jetzt stattfindet. Die zeigen ja deutlich ihre Hilflosigkeit und Planlosigkeit, indem sie einfach nur noch wild losstammeln. Es wird ja kein Sachverhalt mehr diskutiert. Es wird ja auch kein Sachverhalt mehr entkräftet, der in irgendeiner Form genannt wurde. Wenn die jetzt sagen würden, das und das stimmt nicht. Gut, jetzt kann man sich unterhalten, ob Ken Jebsens Verschwörungstheorie mit 9-11, ja, dass sie das selbst gemacht haben, also ein Inside-Job, ob diese Verschwörungstheorie von Ken Jebsen, das ist ja eine Verschwörungstheorie, dass die Amerikaner gemacht haben, ob diese Verschwörungstheorie mit der amerikanischen, US-amerikanischen Verschwörungstheorie eben halt im Wettbewerb kommt. Das heißt also, die US-Amerikaner, das Weiße Haus, hat eine offizielle Verschwörungstheorie rausgegeben, dass nämlich ein Verschwörer, nämlich Osama Bin Laden, diese Geschichte gemacht hat. Wie er das gemacht hat, mit 2 Flugzeugen 3 Gebäude niederzumachen, das erzieht sich meiner Kenntnis. Allein dieser geniale Vorgang, mit 2 Flugzeugen 3 Gebäude niederzumachen, dient zumindest einer gewissen Nachfrage, um zu sagen, wow, wie hat er das gemacht? Denn das ist ja auch eine effektive Kriegsführung. So, das halten wir mal einfach so fest. Und diese Verschwörungstheorie der US-Amerikaner, der US-Administration genauer gesagt, die steht jetzt in Konkurrenz zur Verschwörungstheorie mit Ken Jebsen oder auch meiner. Jetzt können wir uns gerne unterhalten in einem gesunden Wettbewerb, welche Verschwörungstheorie, beides sind nämlich Verschwörungstheorien, kommt jetzt eher hin und jetzt können alle ihre Argumente auf den Tisch legen. Das Problem tritt damit auf, dass die US-Administration ihre Verschwörungstheorie als Wahrheit verkauft und da wird es dann sehr eng und die andere Verschwörungstheorie als Verschwörungstheorie diffamiert. Ich bin ja bekennender Verschwörungstheoretiker, aber mittlerweile sind ja die Verschwörungstheoretiker auch schon die Verschwörer im Rahmen der Presse. Das heißt, es wird ja immer absurder und damit im Prinzip outet sich momentan auch die Presse und das gesamte System in einer Hilflosigkeit, was unglaublich wichtig ist. Sodass heute die Frau, und ich möchte das mal sagen, Frau Krone-Schmalz, eine der wichtigsten öffentlich-rechtlichen Reporterinnen und Journalistinnen aus Russland, die auch, ich glaube, Dozentin ist an irgendeiner Hochschule, die ganz klar ein Armutszeugnis ausgestellt hat für das Journalistische und sich ganz deutlich heute geoutet hat gegen die Darstellung und die Diffamierung der russischen Politik und der russischen Aktionen in der deutschen Presse. Das wäre unwürdig. Das war also quasi eine Bankrotterklärung. Und darüber kann man sich unterhalten. Und deshalb ist es wichtig, dass momentan dieser Stress läuft, der da momentan abläuft. Also wir können ganz entspannt sein. Wir warten einfach. Ich habe das Gefühl, der Kampf der alternativen Medien mit den standardisierten, gesteuerten Medien, der hat jetzt begonnen. Und also zu 9-11 würde ich noch ganz kurz sagen, kann man sich auch immer mal Andreas von Bülow anhören. Der hat auch clevere Sachen dazu zu sagen. Ansonsten finde ich das auch lustig, dass wir Verschwörungstheoretiker sind. Ich würde fast sagen, wir sind Verschwörungsfaktiker. Aber egal, das war nämlich John F. Kennedy auch. Und was auch lustig ist, wenn man die Überschriften der Medien, die uns momentan diffamieren, einfach mal umdreht. Was dabei denn rauskommt, ist auch sehr amüsant, aber das ist ein anderes Thema. Andreas, vielleicht nochmal zurück zu der Frage, wie können wir mehr zusammenfinden auch, was ich ganz, ganz wichtig finde. Hast du da vielleicht noch ein paar Hinweise auch, weil du hattest ja auch zum Anfang ein bisschen, bist du darauf eingegangen, dass natürlich überall viel Wut, viel Zorn dabei ist in den Kommentaren und so weiter. Das ist vielleicht gar nicht so hilfreich. Sicherlich ist Zorn auch, hat auch was Positives, ja, dass man da erst einmal irgendwie auch aufgerüttelt wird und die Energie hernehmen kann, was zu unternehmen. Aber was würdest
du so sagen, wie können wir eigentlich auch mehr zusammenfinden und andere Menschen auch mitnehmen für diese Bewegung für den Frieden? Ganz einfach, nur für den Frieden. Also ich glaube, was wichtig ist, dass wir zusammenhalten, auch wenn wir getrennt gehen. Das ist wichtig. Das heißt, wir haben ein großes Problem innerhalb der alternativen Szene, dass dort auch ein Konkurrenzkampf stattfindet. Das finde ich außerordentlich wichtig, dass wir langsam verstehen, dass ich bin zum Beispiel kein Freund der österreichischen Nationalökonomie und habe mich damit auch mal auseinandergesetzt mit einer goldgedeckten Währung und so weiter und so fort und gehe heute mehr in die Richtung Silvio Gesell. Aber das soll doch nicht heißen, dass sich jemand, der anderer Meinung ist, diffamiere. Und genau das findet leider sehr, sehr oft untereinander statt. Ich halte es für die großen Verknüpfungen und gesamten Verbindungen noch für viel zu früh. Wir haben zum Beispiel von der Wissensmanufaktur gesagt, viele Menschen, die sich mit den Themen auseinandersetzen, sind einsam. Einsam ist natürlich auch ein Begriff, der mit einem Samen zusammen hat. Nämlich, wenn man einen Samen in die Erde legt, kommt natürlich etwas dabei heraus. Und insofern ist Einsamkeit natürlich erstmal etwas Positives. Aber nicht unbedingt immer, weil man fühlt sich natürlich auch dabei alleine. Und das ist viel, wird auch oft sehr oft verwechselt, die Einsamkeit mit dem Alleinsein. Ich glaube, dass viele Leute sich kennenlernen müssen. In der Wissensmanufaktur haben wir festgestellt, dass unglaublich viele Leute auf unserer Seite kursieren. Und wir können daraus schließen, mein lieber Kollege Rico Albrecht, den ich ja sehr schätze, der wäre eigentlich auch heute gut dabei gewesen, aber sonst wären wir auch so ein bisschen Wissensmanufaktur überlastig, was ich ja auch nicht will. Und wir wollen ja auch immer offen sein. Wir haben unglaublich viele Leute in jedem Landkreis Deutschland, Österreich und der Schweiz, haben wir ganz, ganz viele Leute, die mit uns in Kontakt sind und die den Kontakt zu uns suchen. Das heißt, in jedem Ort gibt es offensichtlich Leute, die zusammenpassen. Deshalb werden wir ja auch im September diese Freundeskreise machen. Wir werden also am 6. September eine Veranstaltung machen. Das ist jetzt keine Werbung, aber insofern ist es schon eine Werbung, aber wir legen eh drauf, also wir können entspannt sein. Es ist keine kommerzielle Werbung, dass wir Freundeskreise gründen wollen, indem wir sagen, wir möchten, dass die Menschen zusammenkommen, sich kennenlernen und je nach ihrer Fasson glücklich werden, und zwar mit ihren unterschiedlichen Sichtbildern, aber nicht im Sinne einer zentralistisch geführten Systematik, wie wir es heute haben, sondern dass wir also Filialen von der Wissensmanufaktur gründen, das eben nicht, sondern dass jeder für sich allein seine Sachen regelt. Und da sehe ich zum Beispiel einen Rostocker, der interessiert sich für die Werftenkrise mehr als ein Stuttgarter. Umgedreht interessiert sich der Stuttgarter für Mercedes-Benz wesentlich mehr als der Rostocker. Also sollten Sie regional versuchen, Freundeskreise zu bilden. Wenn das von Interesse ist, kann ich da gerne nochmal drauf eingehen, wie wir uns das vorstellen. Aber das sehe ich für wichtig, dass die Menschen zusammenkommen, die zusammenpassen. Und die Leute, die nicht zusammenpassen, sich auch nicht dafür verurteilen, dass sie sich zusammenpassen, sondern erkennen, dass sie auch gemeinsam stark sind und in der richtigen Richtung unterwegs sind. Das ist für mich einer der wesentlichen Punkte. Naja, und auf den Mahnwachen ist es halt auch der Hauptpunkt. Die Leute erzählen die ganze Zeit davon, wie schön es ist, sich mit anderen Leuten auszutauschen, dass sie nicht alleine sind, dass sie nicht einsam zu Hause die Informationen konsumieren, sondern jetzt endlich rausgehen können mit dem Wissen und mit anderen Leuten drüber reden können. Und das macht die Leute, glaube ich, auch sehr glücklich. Völlig richtig, Lars. Ich habe es ja erlebt jetzt am Montag und ich habe gesehen, dass die Menschen wunderbar miteinander auskommen. Das ist auch eine ganz wichtige Form, die ich völlig unterschätzt hatte. Ich bin ja ganz begeistert, was du da auf die Beine gestellt hast, Lars. Das ist schon sehr beeindruckend. Und aus diesem Grunde unterstütze ich das natürlich auch voll. Und auch wenn da mal irgendeiner reinkommt, der vielleicht mal was Falsches sagt, der wirklich aus einer falschen Fakultät kommt, ich bitte euch, wisst ihr, wie das bei mir damals kam, als man mir plötzlich Rechtsradikalität unterstellte, weil ich angeblich einen Vortrag hielt, ich habe einen Vortrag gehalten in Göttingen, den habe ich bezahlt bekommen, ich halte ja auch bezahlte Vorträge, und da hatte ich ein paar hundert Leute drin und irgendwo in Reihe 320 saß irgendein Mann, den Namen kenne ich heute noch nicht, und der ist dann ein Holocaust-Leugner gewesen. Und jetzt wurde unter meiner Überschrift seine Argumentation von diesem Mann, ich weiß nicht mehr, ob der wirklich da war, dargestellt. Das klang aber so, als ob der irgendein Freund von mir wäre. Und das ist ja das große Problem. Wenn Sie nichts finden gegen einen, dann versuchen Sie es über das Umfeld zu regeln. Das ist immer die interessanteste Geschichte. Das heißt, wenn die falschen Leute beispielsweise applaudieren, also das ist das, was ja auch die Jutta Ditfurth gestern so ganz interessant gemacht hat. Das war natürlich die billigste Propagandaform, dass die AfD und die NPD uns ja quasi zugejubelt hat. Das ist also quasi ein Zeichen dafür, dass wir mit denen sympathisieren, weil jetzt haben die Falschen gejubelt, als ob ich einen Einfluss darauf habe, wer gerade klatscht.
Und wenn der Falsche klatscht, dann lässt das Rückschlüsse auf mich zurückzuführen. Es ist ja wirklich abenteuerlich. Aber das ist doch ganz normal, dass der Falsche klatscht, weil der Falsche ja na klar der Kleinere ist und der Kleinere klatschen muss, um Sympathien zu bekommen, um groß zu werden. Und dann kann er so regeln und hantieren wie der Große. Mhm. So ist es. So ist es. Klar, ich verstehe es, aber das Problem ist einfach nur, dass man wissen muss, Frau Merkel hat mit Sicherheit schon vor vielen Holocaust-Leugnern gesprochen, was immer das so wirklich ist. Und die Problematik ist natürlich so absurd, ja, dass man dann daraus Rückschlüsse zieht, dass derjenige, der solche Dinge eben halt, der irgendwo in einem Raum ist mit solchen anderen Menschen, dass der dann automatisch sich mit diesen Menschen dann zu identifizieren hat. Das ist eben halt das Absurde. Und wir müssen an der Stelle eben zusammenhalten. Und wenn dann beispielsweise einer was sagt, was nicht korrekt ist, dann muss man natürlich eben halt auch diese Leute ganz klar anweisen und auch notfalls das Mikrofon wegnehmen. Aber das ist ja gar kein Problem. Ich habe gesehen, dass der Lars zum Beispiel ganz deutlich gesagt hat bei der letzten Veranstaltung, dass da wohl irgendeiner rumgelaufen ist und hat irgendwelche Reichszettel verteilt und hat gesagt, da lasst das, wir stehen da nicht hinter und wir lassen das zu und wir distanzieren uns in jeder Form davon. Was will man denn noch mehr machen, als sich von jeglicher Form zu distanzieren? Also damit ist alles gemacht und alles gut. Wichtig ist, dass wir untereinander, und da liegt das Problem, nicht in Konkurrenzkämpfen geraten. Und das ist das große Problem. Das sehe ich. Genau, also diesen kleinsten gemeinsamen Nenner auch beizubehalten und angesichts der aktuellen weltpolitischen Lage, denke ich, ist der Frieden, der gesichert werden muss, denke ich, das oberste Gebot. Und so eine Veranstaltung ist natürlich auch noch ein schöner Hinweis für die, die sich halt alleine fühlen, dass man sieht, guck mal, da gehen auch schon ein paar Tausend hin, da gehen auch ein paar Hundert hin. Also ich bin da gar nicht so alleine mit dem, wie ich denke, auch wenn der Mainstream mir natürlich ständig einreden möchte, das sind nur Randgruppen oder wer so denkt, ist dann gleich ein Nazi oder ein Verschwörungstheoretiker oder weiß ich was. Diese Keule wird ja nur in den letzten Wochen immer mehr geschwungen und man sieht eigentlich auch, welche Angst dort im System herrschen muss, dass halt immer ja wilder um sich gebissen wird und das natürlich auch nochmal den Höhepunkt findet in solchen Äußerungen gestern von Jutta Ditfurth und auch ja die Kakophonie der Mainstream-Presse, was zum Beispiel die Bewertung dieser Demonstration betrifft und die Unterstellungen. Ja, ich denke, es Zeit, dass wir noch mal ein paar Stimmen von außen mit hineinholen. Ich sehe dort zwei Gäste bei Okitalk, die was fragen wollen. Und als erstes ist das der HIJR2906. Vielleicht sagst du mal, wer du bist, wer sich hinter diesem Pseudonym versteckt und ja, deine Frage oder dein Statement. Okay, der stand im Warteraum, aber er möchte... Ja, ich stehe immer noch im Warteraum und... Wer sich hinter dem Pseudonym verbirgt, das ist Hans-Joachim Riemer, HJR, 2906 geboren. Ja, möchtest du was sagen als Statement? Du standest im Warteraum oder war das jetzt so Zufall? Nee, ich stehe schon seit 2 Stunden im Warteraum. Okay, alles klar. Gut, dann wollen wir dich nicht länger stören. Dann haben wir noch den Admin Matthias, der steht auch im Warteraum. Ich hoffe, der hat eine Frage, weil der Warteraum ist ja eigentlich dazu da, um anzuzeigen, ich habe eine Frage, ich möchte mitsprechen. Bitte, Matthias, hallo, guten Abend. Ja, guten Abend. Also ich habe natürlich auch ganz gebannt eure Diskussion, beziehungsweise auch mal so die Reflexion der vergangenen Wochen und Monate mitbekommen und finde das ganz toll, weil ich habe auch selber schon an dieser Montagsmahnwache in Hannover teilgenommen. Und ja, es ist wirklich erschreckend, was sich gerade hier in Deutschland abspielt. Und ich muss den Lars wirklich danken, dass er den Schritt gewagt hat, überhaupt einen Anfang zu setzen. Weil jetzt hat man wirklich mal die Möglichkeit zu sagen, okay, wir sind für Frieden und man muss sich auch vor Augen halten, was im Prinzip momentan gerade passiert. Wir stehen gerade vom Dritten Weltkrieg und es scheint niemanden zu interessieren, weil alle Leute werden diffamiert und als rechts hingestellt. Also vielen Dank dafür. Und ja, meine Frage ist eigentlich, ja, ich habe gar keine Frage, ich wollte dich eigentlich nur loben. Okay, dann danken wir dafür, Matthias, für dein Statement. Lars, möchtest du noch was sagen dazu? Ja, vielen Dank halt. Das ist so viel Lob, den wir alle bekommen. Das ist auch teilweise viel zu viel. Damit habe ich nie gerechnet und das war auch nie der Plan. Ich dachte eigentlich, ich mache irgendwie... Ich dachte, glaube ich, ich ändere die Welt heimlich oder sowas, aber das hat irgendwie nicht funktioniert.
Es ist auch so, es wird immer von außen gesprochen, ja, und da sind irgendwelche Rechten und hast du nicht gesehen. Also ich stand mit egal welcher Hautfarbe dort und wir haben alle gleichzeitig gebannt zugehört, was derjenige, der am freien Mikrofon dort was gesagt hat. Also es ist totaler Quatsch. Es stehen einfach Leute, die das ganze System beziehungsweise auch diese Medienberichterstattung über die Ukraine hinterfragen und sich ihre eigene Meinung bilden wollen. Und das hat man halt, man hat halt dort die Chance. Und das ist viel, viel, viel wert. Ja, okay, vielen Ja, Dank. danke. Dafür soll es da sein. Alles klar, dann machen wir gleich weiter. Wir haben die Fanny im Gespräch, die Hanfprinzessin. Hallo Fanny, grüß dich. Hallo Micha, hallo Lars, hallo Andreas. Naja, ich bin ja auch ein alter Hase von der Straße. Ich kenne euch ja auch persönlich. Ich weiß nicht, ob sich Lars an mich erinnert. Ich bin immer die Dame, die so einen kleinen cremefarbenen Hund dabei hat mit Dreads. Ja, war ja auch jetzt wieder montags da. Meine Frage ist eigentlich, weil ich ja auch schon lange auf die Straße gehe, aber naja, die Ergebnisse, ich war auch von Anfang an bei der Occupy-Bewegung dabei, ich weiß auch, warum sie gescheitert ist. Und ja, wenn ich in die Rückschau gehe, wir waren ja, weiß ich, wir waren auf der Straße gegen oder für den Frieden in Irak, für den Frieden im Kosovo, für den Frieden in Afghanistan. Wir sind seit 30 Jahren auf der Straße, um für erneuerbare Energien, für den Tierschutz. Also ich meine, was unterscheidet dich jetzt, ist eigentlich meine Frage. Und wo glaubst du eben, also was wird anders sein oder wie meinst du, werden wir den Frieden hier in Europa dadurch vielleicht sichern können? Also ich glaube, da halte ich es wie Andreas, die Zeitqualität ist echt, glaube ich, eine gute. Also das hat aber auch wieder was mit dem Informationszeitalter zu tun. Wir sind halt an einem Punkt, wo wir Wissen kriegen und das sich so schnell verbreitet. Es gibt im Marketing so eine Sache, die nennt sich Tipping Point. Und ab dem Moment, wo so ein Punkt erreicht ist, verbreitet sich irgendwas wie ein Virus. Und ich glaube, das ist mit den Informationen so, die man braucht, um alles zu hinterfragen. Und das ist auch ja mit dem Bewusstsein über die Sachen, die so passieren, so. Ich glaube, die Zeit ist eine bessere. Und ganz Europa beziehungsweise die ganze Welt ist auf der Straße. Und wenn man das alles mal ein bisschen kanalisiert und die richtigen Themen anspricht und nicht, ich glaube, die Menschheit ist ganz oft wegen Blättern eines Unkrauts auf die Straße gegangen. TTIP, ACTA, irgendwelche Kriege. Das ist alles nur, ja, Blattzeug. Man muss mal wirklich die Wurzel angehen. Und die Wurzel ist halt ja, ist leider das Finanzsystem mit dem Zinseszins, dem Fiat Money, dass sich Staaten für Zinsen Geld leihen müssen. Dieses System funktioniert nicht ohne Steuern. Wenn ich jetzt was Falsches sage, kann mich Andreas jederzeit korrigieren. Aber ich glaube, das ist das Ding, wo man angreifen muss, mal nicht angreifen, ansetzen muss. Also nicht mal ein Blatt, sondern mal eine Wurzel. Ja, aber das ist ja im Endeffekt, ist es ja auch nur ein Symptom Ja. von unserem Nichthandeln. Im Endeffekt wäre es doch sinnvoll, solche Schritte wie erstmal Parteien abzuschaffen, Volksabstimmungen wieder sehr in den Vordergrund zu stellen und den Politikern erstmal wieder die Verantwortung zu übergeben. Die müssen privat haften für ihre Scheißentscheidungen, die sie treffen. Und zwar für jeden Toten, den sie für verantworten und werden dafür auch verurteilt. Ganz, ganz klar. Und nicht die müssen uns überwachen, sondern wir müssen die überwachen. Wir bezahlen die. Wir bezahlen die. Die geben unser Geld aus. Ja, da bin ich ja überall bei dir, aber ich finde, das ist alles viel schwieriger umzusetzen, was du gerade gesagt hast, als mal 30 Millionen Menschen weltweit auf die Straße zu bringen, weil sie verstanden haben, dass das Finanz- oder das Wirtschaftsfinanzsystem nicht so gut funktioniert. Und ich denke, das ist fast der einfachere Plan in der heutigen Welt. Und deswegen haben wir mal versucht, diesen Ansatz zu wählen. Und ich glaube, auch ein guter Ansatz, aber ich glaube, der Hauptgrund sollte der Frieden bleiben, oder? Natürlich, natürlich, wir stehen dafür Frieden. Aber man muss natürlich auch Möglichkeiten suchen, wie man den Frieden herstellen, garantieren und sichern kann. Okay, dann machen Andreas bitte noch dein Statement. Ja, vielleicht noch mal ganz kurz. Ich glaube, wir sollten uns auf Europa konzentrieren. Das alte Europa besteht aus vielen Völkern mit verschiedenen großen Traditionen und die haben, glaube ich, das Herz am rechten Fleck. Das heißt, wir sind in Europa in einer Situation, wo wir für das gesamte Weltsystem, nämlich für die angelsächsische Achse, relativ kritisch und gefährlich sind. Das müssen wir einfach erkennen. Denn Europa hat den Vorteil, durch verschiedene klimatische Zonen und durch verschiedene Mentalitäten letztendlich sehr, sehr effizient zu sein und dadurch auch autark handeln zu können. Darauf sollten wir uns konzentrieren. Und das spüren alle Menschen in diesem Fall Europas. Und wir haben den Vorteil, dass momentan untereinander auch ein gewisser Dialog stattfindet. In Italien beispielsweise
geht das Land unter. Ich habe mich gerade letzte Woche in Zürich mit einem Freund getroffen. Der ist Italiener und lebt in der Schweiz. Das ist ein Bauunternehmer. Ich darf ihn hier recht herzlich begrüßen, ohne ihm seinen Namen zu nennen. Der hört mich bestimmt zu, wie ich ihn kenne. Und der sagte mir, was in Italien gerade abläuft. Da ist in Sizilien, sind durch Demonstrationen, da sind ganze Behörden über 3 Monate lang dicht gemacht worden. Da lief gar nichts mehr. Es gab einen völligen Pressezensur. Wir haben dort eine mafiöse Struktur, die beispielsweise den Müll, den Atommüll im Mittelmeer versenkt. Das hat dramatische Folgen für diese Natur. Es gibt einen Pressestopp darüber. Das heißt, politisch motiviert, beziehungsweise durch diejenigen, die die Macht haben. Und das sind ja nicht die Politiker, sondern das sind eben halt diejenigen, die die Politiker steuern. Das müssen wir einfach erkennen. Wenn wir in Europa uns nicht auseinander dividieren lassen, und das ist relativ einfach, ja, das Problem rein ökonomisch, selbst im Rahmen des Systems, in Italien, in Griechenland, in Portugal, in Spanien, ist sehr schnell zu lösen. Und dort in ganz Europa gehen momentan die Menschen auf die Straße. Es ist nicht nur in Deutschland. Und hier fängt es an. Und wenn die Menschen jetzt konsequent durchhalten, dann werden wir auch schaffen, dass tatsächlich etwas passiert. Und zwar nachhaltig. Was mir wichtig ist, jeder, der in verschiedenen Sprachen spricht, sollte untereinander die jeweils anderen Länder informieren. Denn momentan findet nämlich wieder dieser Aufspaltungsprozess statt. Partei kommt von Pars Populi. Pars Populi ist Latein und beschreibt die skrupellose Spaltung der Menschen. Und das Problem ist, dass die Parteien genau diese Aufgabe haben, ohne es zu wissen. Das ist nicht nur Böshaftigkeit, sondern vielleicht einfach auch eine gewisse Naivität. Und aus diesem Grunde sollte man wirklich überlegen, dass wir hier gemeinsam dranbleiben, denn wir befinden uns in einer ähnlichen Situation wie zwischen 1900 und 1914. Das heißt, Europa ist eigentlich gar nicht wirtschaftlich schlecht. Wir haben nur ein Problem und das ist das Finanzsystem. Wir haben auch ein weiteres Problem. Das ist natürlich die Federal Reserve, die das steuert, aber vor allem die Dollarleitwährung. Und die Dollarleitwährung hat ganz bestimmte Privilegien, nämlich dass die Überschüsse, die andere Länder machen, wie zum Beispiel die Exportüberschüsse, die Deutschland macht, England macht, Frankreich macht, über ein Transferierungsabkommen wieder zurücküberwiesen werden müssen. Das heißt, die USA hat den Vorteil, keine ausgeglichene Außenhandelsbilanz haben zu müssen. Und das ist einer der entscheidenden Punkte. Ich weiß, das klingt alles ein bisschen sehr weit, aber man muss einfach verstehen, wir arbeiten mit Begriffen wie Außenhandelsdefizit und Außenhandelsüberschuss. Was heißt das? Das sind so abstrakte Begriffe. Jeder Deutsche arbeitet im Jahr zurzeit für ungefähr 2.750 Euro, die er nicht verkonsumiert. Das ist wichtig, dass man das verstanden hat. Das heißt, würden die Leute für 2.750 Euro im Jahr weniger arbeiten, da habe ich von Peter Heisenko die Zahlen, das ist in einem Aufsatz neulich gut beschrieben worden, dann würde in dem Moment würde überhaupt nichts an Konsumverzicht stattfinden. Aber wo geht denn das Ganze hin? Nehmen wir mal die USA. Die USA hat das Problem, dass sie ein Außenhandelsdefizit haben. Das heißt, die Wertschöpfung ist weit geringer als das, was sie verkonsumieren. Sie leben also auf Kosten derjenigen, die sogenannte Überschüsse haben. Die Überschüsse sind nämlich in Arbeit. Und das haben viele gar nicht verstanden. Das heißt, wir müssen erkennen, sowohl Außenhandelsüberschüsse als auch Außenhandelsdefizite führen immer zur Katastrophe. Die amerikanischen Freunde leben heute, die Menschen, ich rede nicht von der US-Administration, in Zelten. Und dasselbe haben wir mittlerweile in Deutschland, diesen Umverteilungsmechanismus von fleißig nach reich. Und wir könnten das Problem selbst innerhalb des Systems relativ leicht lösen. Und ich werde versuchen, das am Montag mal relativ einfach wahrscheinlich darzustellen. Jetzt, wo ich gerade drüber nachdenke, wäre das eine gute Idee. Ich hoffe, ich habe es dann nicht vergessen. Aber das, glaube ich, ist erst einmal wichtig. Die meisten Menschen verstehen zu wenig davon. Und auch wenn das jetzt eine Werbung ist, geht auf die Wissensmanufakturseite und guckt euch mal die eine oder andere das Video an. Denn dort werden auch Zusammenhänge dann wirklich mal dargestellt. Denn das ist das Hauptproblem. Viele verstehen noch zu wenig darüber. Das war's erstmal. Okay, danke, Andreas. Gut, dann machen wir gleich weiter. Der Gunther steht in der Leitung. Hallo Gunther, guten Abend. Hallo, ja, ich mach's kurz. Ich wollte eigentlich nur mal anmerken und eigentlich auch nachfragen, ob das stimmt, dass die Webcams abgeschaltet wurden, da wo die Demo zu sehen gewesen wäre dann. Okay, Lars? Ja, das ist schwer zu sagen. Also ja, irgendwie habe ich das am Rande mitbekommen, dass die ausgeschaltet gewesen sein sollen. Dann gab es irgendwelche Berichte, dass die Polizei die ausschalten muss, wenn da Demonstrationen sind, wegen Persönlichkeitsrechten oder sowas. Also wenn da irgendjemand anständige Informationen drüber hat, wie das ist, kann er mir die gerne mal zukommen lassen. Das würde mich auch interessieren.
Also ich habe das überprüft und das war auf jeden Fall definitiv so. Alle Webcams werden abgeschaltet. Nicht nur, also in Berlin alle, die drauf waren, zweimal jetzt, waren beide abgeschaltet. Genau nur zu der Zeit gab es keine Bilder mehr, nur noch alte Bilder. Und von anderen habe ich es gelesen, aber nicht selber überprüft. Aber da war es auf jeden Fall so. Und wenn die Polizei jetzt dafür verantwortlich ist, dann sollte man da mal recherchieren, wer dafür seine Unterschrift gibt und wer dafür wirklich verantwortlich ist und den dann auch wirklich in die Verantwortung nehmen. Nimm dann einfach mal recherchieren. Wer hat da gesagt, die werden abgeschaltet und warum? Und Persönlichkeitsrechte auf die Entfernung ist völliger Humbug, weil da sieht man nichts. Na, gerade Ja, auch also. Persönlichkeitsrechte, ich sag mal, gerade bei einer Demonstration demonstriere ich ja, wofür ich stehe, ja, also ganz öffentlich. Also da ist es eher umgedreht. Die müssten ja dann zur Demonstration Genau. eingeschaltet werden und im Normalbetrieb abgeschaltet werden, um Persönlichkeitsrechte zu schützen, eigentlich. Ja. Ja, keine Ahnung. Wie gesagt, Informationen gerne her damit. Okay, dann machen wir weiter in der Gesprächsrunde. Der Geronimo ist da. Hallo, Geronimo. Ja, hallo an die Runde. Ich habe eine, ja, wie ich finde, wesentliche Anmerkung. Die Umsetzung, die der Andreas zum Beispiel jetzt gerade angesprochen hat, die sind nötig. Aber unter welchen Voraussetzungen sind die umsetzbar? Der Punkt ist doch der, dass wir in Deutschland langsam erkennen müssen, ein besetztes Land zu sein. Wir sind besetzt. Und wenn dieser Besatzungsstatus nicht aufgehoben wird und wir, so hart es auch klingen mag, aber diese Regierung, die sich Regierung nennt und keine ist, endlich zum Teufel jagen, können wir nichts verändern. Die Veränderungen, wie gesagt, nochmal, die hier den ganzen Abend über auch schon angesprochen worden, die nötig sind, sind nötig, sind aber nur umsetzbar, wenn wir erkennen, dass wir nicht Herr im eigenen Hause sind. Wir können nur Veränderungen vornehmen, wenn wir wieder Herr im eigenen Hause sind. Na, das würde ich zum Beispiel so, also wie gesagt, mit dem Thema kenne ich mich nicht aus, beschäftige ich mich nicht, habe ich überhaupt keine Ahnung von, aber sehe ich auch nicht so. Wir haben das Problem ist ein weltweites Finanzsystem und das Problem muss weltweit angegangen werden. Das Problem liegt gar nicht in Deutschland oder in Europa. Das Problem liegt in dem System und das System ist allerdings auch nur ein Spiegel unser selbst. Jetzt wird es ein bisschen komplizierter und esoterisch, oh Gott. Aber wie gesagt, ja, das System ist ziemlich global Also kaputt. ich glaube, ich will da mal kurz was zu sagen, weil es ist völlig richtig, dass wir in einem Besatzungsstatut leben. Das hat übrigens Gregor Gysi von den Linken, der jetzt offensichtlich damit auch so zum Ultrarechten mutiert ist, hat er das ja sogar im Phoenix neulich im Fernsehen sogar ganz offen gesagt, wann wird das Besatzungsstatut endlich aufgehoben? Und jeder, der im Kopf halbwegs aufgeräumt ist, der weiß das. Die Problematik, die ich sehe, natürlich haben wir einen Artikel 146 im Grundgesetz und den kann jeder lesen und da steht drin, dieses Grundgesetz verliert an dem Tag seine Gültigkeit, wenn sich das deutsche Volk in einer freien Entscheidung eine Verfassung gibt. Das lädt natürlich zum Nachfragen ein. Das habe ich damals in meinem Buch Matrix-Syndrom übrigens auch beschrieben. Und das ist ganz wichtig. Und das war aber keine Stellungnahme im Sinne, dass ich mich für irgendetwas entscheide und sage, wir brauchen jetzt irgendein Reich, was wieder auflebt. Das ist doch völlig absurd. Ach, Schäuble hat es natürlich auch schon gesagt. Das ist auch richtig. Also das ist auch ganz wichtig. Aber was für mich wichtig ist, ist das wirklich wichtig momentan? Tatsächlich diese Verfassung. Die USA zum Beispiel hat eine angebliche Verfassung, die auch mit Füßen getreten wird. Aber was nützt es ihr? Da wird ein 9-11 genutzt, wie auch immer das zustande gekommen sein mag, um daraus Patriot Acts abzuleiten, die komplett gegen die Verfassung verstoßen. Zum Beispiel steht in der amerikanischen Verfassung, dass der Dollar mit einem Silbergehalt letztendlich versehen sein muss, und zwar mit 416 Grains, glaube ich. Ich glaube, 16 Grains sind ein Gramm. Ich habe es nicht im Kopf. Das ist eigentlich verfassungsrechtlich. Jeder Greenback, jeder Zettel, den wir Dollar nennen, verstößt schon gegen die amerikanische Verfassung. Deshalb ist jetzt die Frage, sollen wir jetzt diskutieren, um eine neue Verfassung zu bekommen oder überhaupt eine Verfassung zu bekommen oder wie auch immer wir diese ganzen Dinge diskutieren sollen, indem wir jetzt quasi diskutieren als erstes über das Buch, was uns zugrunde liegt. Oder setzen wir uns tatsächlich mit den Themen auseinander, wenn ich zum Beispiel sehe, dass eine Frau Merkel gegen meinen persönlichen Willen letztendlich verkünden lässt oder auch selbst verkündet, oder zu verkünden hat, so ist es wahrscheinlich richtiger, dass wir gerade neue Waffen, Munition und Panzer beispielsweise in die Ukraine bringen. Und das sind die akuten Fälle und darauf sollten wir uns konzentrieren und vielleicht nicht so auf diese Details im Hintergrund, die ja alle vernünftig sein mögen, aber die Frage ist, was bringt es uns, diese Diskussion? Die ist auch strategisch unsinnig, weil sie auch nicht wirklich was bringt.
Das ist doch gar nicht entscheidend. Also auf die wesentlichen Dinge konzentrieren und damit ist die Sache gut. Okay, dann machen wir weiter im Programm. Jetzt haben wir den Christoph in der Leitung. Hallo Christoph. Guten Abend, liebe Freunde. Erstmal von meiner Seite aus und von dem hier zuständigen Admin, dem Ciro, ein Dankeschön, dass man hier noch solche Leute hören darf, die wirklich seinerzeit ja, viele Dinge bewegt haben, dass man da Zeuge sein kann von Reden und von Personen, die mir auch persönlich sehr viel bedeuten. Ich danke also dem Lars schon mal und dem Andreas sowieso. Danke Andreas und danke Lars, dass ihr, dass es euch überhaupt gibt, dass man noch mit Leuten vernünftig diskutieren kann. Vielen Dank. Oh. Und ja, Punkt erstmal dazu. Und zweitens meine Frage. Wie kann man einen Umbruch, der ja, ich sage mal, gewollt ist, dieser Umbruch, dass man als Mensch jetzt endlich wieder entscheiden darf und dass das Volk, dass eine Menschheit sozusagen entscheiden darf, was für sie gut ist, anstelle des eines kleinen Kollektivs, was sich dort aktuell an der Spitze befindet. Wenn dieses Kollektiv aber in der Lage ist, ich sage mal, ihre Machtstellung mit äußerster Waffengewalt zu verteidigen und das Menschen gegenübersteht, die prinzipiell nur für Frieden sind. Ich meine, man kann sich es mal angucken in der Vergangenheit, in unserer Geschichte. Dort fanden Demonstrationen statt. Wenn man die Anzahl der Demonstranten betrachtet und die Anzahl derer, die sich gegengestellt haben, sprich die Polizisten oder irgendwelche anderen Bürger in Uniform, da muss man natürlich sagen, lässt sich diese Menge an Demonstranten irgendwie immer wieder leicht von dieser, ich sage mal, Dominanz der Präsenz von Staatsdienern einschüchtern. Und ich denke nicht, dass es irgendwo ein Ziel sein sollte, dass sich 10.000 Demonstranten niederknüppeln lassen, die gegenüber 1.000 Polizisten stehen oder so. Und dass man da so ein bisschen diese Angst davor nimmt, sich gegen einen gewissen Schutzmechanismus der hiesigen, jetzigen Rechtsstaatlichkeit. Ja, ich kann da gerne was zu sagen. Also dazu muss man erstmal wieder sagen, Leute, ihr dürft so nicht denken. Ihr schafft durch die Art eures Denkens die Welt, in der ihr lebt. Wenn ihr davon ausgeht, dass Polizisten auf euch einprügeln und wenn ihr von Umbruch sprecht, dann sind das alles Begriffe, die sind mit Gewaltgedanken behaftet. Redet doch lieber von einem Sprung. Wir müssen doch nichts brechen, kaputt machen, wir springen einfach. Wir machen alle gemeinsam einen Bewusstseinssprung sozusagen. Wir verstehen mehr. Und die Polizisten, die bei uns in den letzten 5 Wochen da waren, das war so eine herzliche Atmosphäre. Die haben sich, glaube ich, beim letzten Mal bei mir bedankt, wie die gegangen sind. Ich dachte, ich spinne. Also wirklich, das ist so, so lieb, so nett, die grinsen. Also das ist so ein Lächeln und so eine Herzlichkeit. Und wenn man Leuten mit Liebe gegenübertritt im Herzen, dann wird man auch nicht verprügelt. Und wenn 2 Millionen Menschen auf der Straße sind und eine Menge Polizisten, da gibt es immer ein paar, Entschuldigung für die Formulierung, Idioten, die dann am Ende aufeinander einschlagen. Klar nehmen sich das denn die Medien und sagen, alles war blöd, dass da aber 5-6 Stunden lang 2 Millionen in Frieden gestanden haben, das ist egal. Und ja, das kommt halt wirklich auf die Art des Denkens drauf an, wie man an die Sache rangeht. Und es gibt auch noch eine Strategie, die werden wir auch noch kommunizieren. Wenn zum Beispiel in irgendeinem Gebiet eine Gewalt auftritt, dann sollte man sich halt davon klar entfernen. Und wenn das nicht geht, dann sollte man sich hinsetzen zum Beispiel und seinen Kopf schützen. Wenn sich alle Demonstranten einfach hinsetzen, dann ist auch für die Polizei ganz klar zu erkennen, wer da gerade noch steht und keine Ordnerbinde um hat, ist anscheinend ja, auf Aggression aus und so. Also dann kann man, es gibt bestimmte Verhaltensregeln, die in, ja, die Möglichkeit bieten, halt ein bisschen Sicherheit da reinzubringen. Also ich denke mal an die gute alte linke Forderung, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Und ich halte das für eine sehr vernünftige Geschichte, zumal wir gerade heute in der Situation sind, dass wir untereinander wunderbar vernetzt sind. Das heißt, mittlerweile gibt es unglaublich viele Menschen, die einfach die Zusammenhänge verstehen. Es gibt nur ein Problem und das ist die pluralistische Ignoranz. Das heißt, man hat Angst davor, anders zu sein als die anderen.
Und deshalb muss dieser Vorgang keine Revolution sein, sondern eine Evolution. Und durch diese Evolution entsteht letztendlich auch ein Bewusstseinssprung, wie auch immer. Ich bin da nicht so spirituell veranlagt, sondern ich bin da eher derjenige, der sagt, okay, wir brauchen eine Brückentechnologie, wir brauchen eine Möglichkeit, überhaupt aus dem bestehenden System in ein anderes System überzugehen. Das haben wir wunderbar beschrieben. Mein Kollege Rico Albrecht hat das wunderbar beschrieben in seinem Steuerboykott und wir haben es gemeinsam nochmal beschrieben in unserem Plan B, die es ja auch als Bücher und auch als Hörbücher gibt oder auch kostenlos als herunterzuladen auf unserer Seite wissensmanufaktur.net. Da ist es relativ einfach nachzulesen. Und wenn wir den Menschen erst einmal zeigen, wie tatsächlich die Alternative aussieht und dass es eine Alternative gibt, die auch umsetzbar wäre, dann werden die Leute natürlich auch viel offener mit der Situation umgehen. Denn wir dürfen eins nicht vergessen, als 1989 die DDR zusammenbrach, alle sind auf die Straßen gegangen, aber plötzlich war es dann soweit, es gab keinen Plan. Und da liegt einer der wesentlichen Probleme. Deshalb werde ich mit Sicherheit jetzt nicht permanent auf Bühnen stehen und reden, weil die Zeit habe ich nicht, sondern ich muss tatsächlich, und glaubt mir das bitte, ich sitze jeden Tag viele, viele Stunden in meiner Freizeit. Ich bin ja nun Rentner, wenn man so will. Und ich mag den Begriff Privatier nicht. Das klingt immer so furchtbar arrogant. Und ich bin also Rentner und ich sitze jetzt hier und arbeite jeden Tag wie wild, weil ich habe 2 große Söhne und ich habe 3 Enkel von 9, 5 und 4. Und ich sage auch offen, ich habe ein bisschen Angst. Auch um mein eigenes Leben. Denn ich kriege ja, und das ist vielleicht auch mal ganz interessant, ich kriege ja Drohungen, sowohl als aus der rechten als auch aus der linken Szene. Weil das Problem ist, wenn man in der Mitte steht, dann ist man aus Sicht eines Linken ein Rechter. Wenn man in der Mitte steht, ist man aus der Sicht des Rechten ein Linker. Und ich sage Kinders, ich stehe nicht mal in der Mitte, weil ich bin auf der Skala gar nicht drauf. Aber das passt nicht ins Konzept. Weil die meisten Menschen über dieses Teil- und Herrschespiel eben halt eingeordnet wurden und dieses Ding nicht verstehen. Und hier beginnt die Aufklärungsarbeit. Und wenn das verstanden wird und durch die Medien, solange es das Internet noch gibt, wir müssen uns mal Gedanken machen, was passiert, wenn das nicht mehr so ist, dann haben wir nämlich ein ernsthaftes Problem. Solange wir das auf jeden Fall noch haben, kann man uns nicht wunderbar auseinanderdividieren und wir brauchen einfach nicht hingehen. Denn kein Russe mag keinen Deutschen und kein Deutscher ist jetzt gegen die Deutschen oder umgedreht. Würden die Menschen sich privat kennenlernen, wäre es anders. Wir müssen es endlich runterbringen. Alte Männer erklären den Krieg und junge Männer verlieren ihr Leben. Mittlerweile sind es auch schon Frauen, ganz oben bei den Regierungen als auch bei den Ausführenden. Wenn das verstanden wird, dann werden immer mehr Leute verstehen, worum es geht. Und ich glaube, die Zeitqualität wird reifer. Ich habe das noch nie gesagt, weil ich mache das schon seit Mitte der 80er Jahre, bin ich in dieser Thematik. Also Lars, ich bin da schon sehr lange dabei bei dieser Geschichte. Und so viel, wie momentan passiert, ist noch nie passiert. Das heißt, hier ist auch eine Exponentialfunktion, ähnlich des Zinssystems, aber diesmal vielleicht in die richtige Richtung, wenn wir es vernünftig machen. Sehr schön gesagt, so sehe ich das auch. Okay, super. Wir haben heute sehr viel Gesprächsbedarf, auch von den Zuschauern von außen, was ich sehr toll finde. Und deshalb begrüße ich jetzt bei uns hier im Skype zugeschaltet aus Österreich den Roban. Hallo Roban. Ja, hallo, grüß euch. Bin ich gut zu hören? Du bist gut zu hören. Was ist dein Statement, deine Frage? Ja, hallo mal Andreas, hallo Michael, hallo Boris und bei dir Lars. Würde es mich freuen, wenn wir uns auch einmal persönlich über den Weg laufen würden. Der Christoph hat das ganz gut mir vorweggenommen, weil genau auf das würde ich ganz gerne nochmal eingehen. Ich habe vor kurzem selber auch mit jemandem intensiv darüber gesprochen, also Pazifismus. Frieden, gut und schön. Aber wir wissen, ich habe da jetzt lauter moralische und vernünftige Leute gehört und das hat mich irrsinnig begeistert. Nur das Problem ist halt, wenn man das Ganze jetzt noch ausweitet, wir haben leider Gottes in der Elite Psychopathen sitzen und die sind am Knöpfchen. Und wenn man das Ganze einfach an einer Metapher mal festmacht, wenn dir jemand die Knarre anhält, dann gibt es ein paar Möglichkeiten. Entweder du bestichst ihn mit Geld oder du bettelst ihn an oder du versuchst ihn zur Vernunft zu bringen. Aber wenn der einfach nur uns oder dich tot sehen will, dann kannst du den nicht überzeugen. Wenn wir das Ganze jetzt umsetzen mit Polizeigewalt, Militärgewalt, Atombombe, was auch immer, derjenige, der die Waffe hat und dich tot sehen will, den kannst du nicht überzeugen. Und genau da sind wir jetzt an dem Punkt. Ja, wir können es noch so friedlich machen, wir können es noch so
bewusstseinssprungmäßig machen oder mit friedlichen Demonstrationen, was auch immer. Derjenige, der im Endeffekt am Knöpfchen sitzt, nach deren Pfeife müssten wir tanzen. Aber okay. Wie stellst du dir das vor, wenn irgendwie, also dann müsste das ja, also ich meine, das ist ja, kann ich, also ich kriege die Bilder gar nicht in meinen Kopf, wenn jetzt, sag mal, irgendwann 30 Millionen Menschen stehen, wer soll da einen Knopf drücken? Also dann gehen ja nochmal 90 Millionen auf die Straße oder, also ich meine, das Ding ist, wenn es denn mal läuft und friedlich läuft, dann ist das echt nicht mehr aufzuhalten, da musst du dir keine Gedanken machen. Und es geht ja auch nicht darum, irgendeine Regierung abzusetzen oder irgendwelche Stürze oder irgendwas. Die Regierungen der einzelnen Länder sind ja erstmal total egal. Wir müssen uns ja wirklich erstmal nur hinstellen und gemeinsam Informationen verbreiten. Und da so eine Gedanken, das ist genau das, was ich vorher gesagt habe. Ich würde so eine Gedanken einfach gar nicht haben. Also der kritische Punkt nochmal von mir ist eigentlich der, dass wir durch unsere Außenhandelsüberschüsse diese Militärapparate überhaupt erst finanzieren. Das ist wichtig. Und wir finanzieren die Militärapparate zurzeit in USA und in England. Sprechen wir mal Klartext. Die meisten US-amerikanischen Soldaten werden nicht gebraucht, um ihre Heimat zu vertreten oder zu verteidigen. Denn USA liegt relativ sicher zwischen Pazifik und Atlantik. Das heißt, eine kleine Home Security würde reichen. Warum haben sie so viele Soldaten? Und das Interessante ist, warum sind sie alle im Außendienst? Warum wird die Freiheit der USA in der russischen Krim verteidigt? Da liegt die Problematik. Und vor allem, wie finanzieren Sie das Ganze? Und finanzieren tun Sie das Ganze letztendlich durch die Außenhandelsüberschüsse der anderen Staaten. China finanziert die russischen Systeme und Russland und Österreich und Deutschland. Das sind die klassischen Länder, die Exportüberschussländer. Und wenn wir verstehen, dass wir jetzt sagen, okay, wir werden in Zukunft gegen wertloses Geld keine Waren mehr verkaufen und der Punkt könnte irgendwann kommen, dann ist die Armee nicht mehr finanzierbar. Und dann entsteht tatsächlich ein sehr sensibler Punkt. Drückt jemand auf den Knopf, aber weil er bekommt dann nämlich kein Geld mehr, er bekommt keinen Sold mehr. Und das ist die tatsächlich kritischste Phase, die wir dann haben können. Aber wir müssen erstmal an der einen Stelle versuchen zu erkennen, wer finanziert das Ganze eigentlich. Und wir müssen natürlich auch ein Konzept haben, auch ein verteidigungspolitisches Konzept, denn die NATO muss aufgelöst werden. Das ist der erste entscheidende Punkt, so wie der Warschauer Pakt auch aufgelöst wurde. Und das verstehen immer mehr Menschen. Und ich glaube, auch die Mainstreamer verstehen es nicht mehr. Und ich glaube, irgendwann kommt der Punkt, und das wird nicht mehr lange sein, dann werden es alle verstehen. Und dann werden diese Leute, die an der Macht sitzen und den Knopf auslösen können, die würden dann vielleicht gar nicht mehr tatsächlich was bewegen können. Okay. Ja gut, wenn ich da nochmal kurz nachhaken darf, du hast von Druck gesprochen. Nur wenn einseitiger Druck besteht und du eben, so wie du gesagt hast, Verteidigung, also wenn es eine Verteidigung gibt, ja, wo ist dann der Gegendruck da? Und sobald du keinen Gegendruck hast oder der nicht existiert, dann kannst du dich eben auch nicht verteidigen. Ich weiß nicht, welchen Druck du jetzt genau meinst. Wir haben die Situation, dass wir letztendlich nochmal die Armeen finanzieren und die Armeen letztendlich damit Druck auf diejenigen ausüben, die sie finanzieren. Bedeutet, würden wir beispielsweise nicht mehr bereit sein, mehr zu arbeiten, als wir eigentlich bräuchten zum Leben, um damit eine Armee zu finanzieren, die gegen uns eingesetzt wird, dann zerfallen diese ganzen Strukturen letztendlich von alleine. Das ist der Punkt. Okay, gut. Danke, Roban, für deinen Beitrag. Ich denke, hoffe, deine Fragen sind einigermaßen beantwortet worden. Ja, dann machen wir gleich weiter. Wie gesagt, die Nachfrage ist hier heute sehr, sehr groß. Dann nehmen wir als nächstes den Gunnar hier bei uns im Skype-Chat. Ist damit zugeschaltet worden. Guten Abend, Gunnar. Was ist deine Frage oder dein Statement? Also erstmal guten Abend, einen schönen Abend in die Runde. Wir hatten ja vorhin einmal hier 2+4 Vertrag und von wegen Besatzung und so. Und da wäre meine Meinung eigentlich, wir müssen uns gar nicht so viel Gedanken machen über Besatzer und sowieso. Wenn wir die Demo tatsächlich weltweit ausdehnen können, so dass überall die Menschen auf die Straße gehen, dann verliert das auch an Grenzen. Also wir haben dann eigentlich auch keine Grenzen mehr. So, und wenn überall die Regierungen, in Zugzwang kommen, dann ist es nicht mehr wichtig, wer bei uns nebenan sozusagen als Besatzer hockt oder wo auch immer.
sondern alle Regierungen der Welt müssen sich dann irgendwann auf ein gewisses Thema einigen, wie sie jetzt weiter verfahren wollen. Was auch sehr interessant war, fand ich zum Beispiel vorhin von Andreas Popp, wo er dann einmal sagte, auch über den Atommüll so ein bisschen zu sprechen. Ja? Wir haben halt in der Welt schon sehr viele Probleme geschaffen, die es gibt zu beseitigen. Und das können wir eigentlich nur dadurch tun, dass wir Frieden erstmal auf der ganzen Welt festsetzen. Weil nur wenn wir alle zusammen wirklich gut zusammenarbeiten und zusammenhalten und das vielleicht auch, sage ich mal jetzt, ohne jetzt vom Fahnen sprechen zu wollen, aber unter einer Flagge, sagen wir mal so, ja, dann können wir auch gemeinsam gegen die Schäden, die wir bis jetzt angerichtet haben, kämpfen und etwas tun. So, und nicht, dass wir uns jetzt auseinander dividieren über Glaubensfragen oder über Rasse oder wie auch immer. Rasse ist ja schon fast wieder rassistisches Wort, sondern ich sage jetzt mal schwarz oder weiß oder gelb wie der Chinese. Das ist eigentlich völlig Banane, sondern wir sollten einfach merken, dass wir alle Menschen sind und dass wir zusammengehören. Genau das ist ja das Ziel der Bewegung. Also ich meine, ja, weltweit müssen die Menschen verstehen und müssen gemeinsam auf die Straße gehen. Grenzen sind doch auch nur, wenn wir sagen, unser Geist ist schöpferisch, Grenzen sind doch auch nur in den Köpfen irgendwelcher Leute entstanden, die waren ja nicht da. Also von ganz genau. Es gibt im Endeffekt als Grenze den Planeten, okay. Wir alle Menschen, das ist die Grenze. Andere ganz Grenzen genau. Gar nicht. Ganz genau. Wir dürfen bloß meiner Meinung nach nicht auch die anderen Probleme teilweise außer Acht lassen. Natürlich ist es wichtig, dass wir jetzt für Frieden einstehen und dass wir das wirklich weltweit auch zeigen. Aber wir dürfen uns dabei auch nicht unbedingt so verlieren und alles andere nachher so ein bisschen außen vor lassen. Natürlich ist Ukraine, was sich da zusammenbraut, ist nicht schön. Und dass es dort auch gespaltene Meinungen gibt von Ukrainern selbst, die natürlich vielleicht auch teilweise durch die Medien selber ein bisschen manipuliert sind. Denn auch, man darf nicht vergessen, auch in der Ukraine haben westliche Medien mittlerweile sehr starken Einfluss gewonnen. Auch durch die sehr rechtsextreme Regierung, die sich ja dort selber schon an Reportern zu schaffen gemacht hat. Es ist halt, die Welt ist in Bewegung und wir brauchen halt trotzdem die Übersicht, wo wir dann nachher später ansetzen wollen. So, und für mich, also meine Meinung ist einfach erstmal aufräumen, ja, also wir brauchen auch keine Waffenexporte mehr. Ich weiß, die Linke spricht schon seit Ewigkeiten, dass wir die Waffen endlich mal, Waffenlieferungen einstellen müssen. Und wenn es nur an Diktaturstaaten ist, aber eigentlich ist doch heute alles Diktatur, wie man das nehmen will. Die Demokratie ist ja auch nur noch eine, wie soll ich sagen, ein verfälschter Glaube, wo wir sagen, wir gehen zwar zur Wahl, aber am Ende wird doch ganz anders gehandelt. Also ist es doch eigentlich in jeder Form eine Diktatur. Man schreibt uns ja vor, was wir zu tun haben. Man setzt Gesetze um, ohne uns zu fragen. Vielleicht ist die Schweiz noch ein bisschen, wie soll ich sagen, einigermaßen demokratisch, weil die tatsächlich aufs Volk hören. Aber was ist denn mit dem Rest der Welt? Dort wird einfach nur bestimmt über die Köpfe hinweg. So, und deswegen für mich wichtig, Tier, Umwelt, Natur überhaupt erstmal wieder instand setzen, nachher, nachdem alles, wie soll ich sagen, sich endlich mal geeint hat. So, und dann auch auf Waffen verzichten. Wir brauchen keine Waffen. Wenn wir können mit Worten kämpfen und wir können das untereinander ausfechten. Waffen sind dafür nicht nötig. Okay, vielen Dank. Möchte jemand darauf antworten oder nochmal darauf eingehen? Ja, ich finde es ein super Statement und wollte nochmal ergänzen. Ja. Der grundlegende Antrieb jeder Intelligenz ist halt runtergebrochen Neugierde, halt Neues zu entdecken. Und ich glaube, Volker hatte das schon mal in irgendeiner früheren Sendung erwähnt. Wir könnten den ganzen Staat hier wuppen, wenn wir dieses kranke Zinseszinssystem und dieses kranke restliche System, was da alles, dieses Krebsgeschwür, was da so in alle Richtungen und Bereiche mit auswuchert, wenn wir das abstellen können, dann wir könnten mit 10% Mehrwertsteuer, das glaube ich, ne, könnten wir den ganzen Staat beheizen. Und von der Technologie muss man sich vorstellen, mit der heutigen Technologie, wenn die frei verfügbar wäre, wir könnten jedem Menschen ein Haus, Essen und Mobilität kostenlos garantieren. Kostenlos. Und da würden wir nicht dran kaputt gehen und der Planet auch nicht, der kann noch mehr vertragen. Darf ich mich da nochmal ganz kurz einmischen? Entschuldigung. Ein Ken Jebsen hatte mal selber gesagt, es herrscht zurzeit auf der Welt, also 70 Millionen Menschen sterben jährlich an Hunger. Ja,
Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, was wir an Lebensmitteln alleine in Deutschland, ja, also wir produzieren ja derzeit immer Überschuss. Wenn man überlegt, was in Deutschland aus den Supermärkten, weil es abgelaufen ist und nicht mehr weiterverkauft werden darf, was weggeschmissen wird, das macht ungefähr zwischen 20 und 30% der Supermärkte aus, ja. Wenn man jetzt mal unsere Bevölkerung einfach als zwei Drittel, also was wirklich konsumiert wird und gebraucht wird, das wären ja dann nur zwei Drittel, weil ein Drittel schmeißen weg. Heißt, wir hätten ein Drittel, wären 40 Millionen. Ja, also wenn wir jetzt wirklich komplett die volle Menge, die wir an Lebensmitteln zur Verfügung haben, ohne dass wir was wegschmeißen, wären also für 40 Millionen Menschen mehr über. So, wenn wir 40 Millionen, also alleine nur unser Land, für 40 Millionen Menschen mehr produziert, ja, als wir eigentlich brauchen, dann hätten wir schon 30, also 40 Millionen weniger Leute, die an Hunger sterben müssten, rein theoretisch. So, also wären nur noch 30%, wenn jetzt sich andere Länder dazu noch beteiligen würden, ja, und auch ihre Lebensmittel sagen, okay, kommt rüber damit, so, die brauchen es nötiger, dann gäbe es gar keinen Hunger mehr auf der Welt. Ja, So. also das ist ja gar nicht, noch nicht mal so schlimm. Es gibt auch die Welthungerhilfe, die nicht den Hunger stillt, sondern den Hunger bringt im Endeffekt. Die bringt da nämlich keine eigene Industrie hin, dass sie Essen selber produzieren können. Das ist ja ohne Probleme möglich mit der heutigen Technologie. Gar kein Problem, das will man doch gar nicht. Das will man doch gar nicht. Ja, wir müssen sowieso aufbauen. Also meiner Meinung ist ja auch, dass man die anderen Länder nicht unterstützt, indem man denen ständig was hinbringt, sondern wir müssen dort schulen, wir müssen dort Fachpersonal hinbringen, die den Leuten erstmal erklären, wie es auch funktioniert. Es gibt dort ja auch sicherlich auch gebildete Leute. Nicht alle, die in der dritten Welt sind ja auch nicht alle doof, ja. So, Nee. wenn man dort aufbauen würde und jedes Land für sich jetzt mal, wenn ich das jetzt mal als Grenzen einfach nehme, wenn jedes Land seinen Binnenmarkt mit seinem Personal ausstatten würde, ja, dann erstens bräuchten wir dann gar nicht mehr 8 Stunden täglich in irgendeiner Firma stehen und arbeiten, sondern reichten vielleicht sogar 3 Stunden, weil wenn wir uns jedes Land sich nur auf seinen Binnenmarkt beschränkt, dann würden wir als Arbeitskraft so viel über haben, dass wir gar nicht mehr wir brauchen ja für die anderen Leute nicht mehr mitproduzieren, weil alle produzieren nur noch für sich. Das heißt, die Leute müssten nur noch 3, 2 Stunden am Tag arbeiten. Die Welt wäre viel, viel besserer Ort. Also, wir bräuchten auch nicht mehr so viele Unternehmen, die, was weiß ich, 50 verschiedene Produkte produzieren, also besser gesagt, 50 verschiedene Hersteller vom selben Produkt. So, Okay, das ist Gunnar, eigentlich völlig ich oberflächlich. muss mal kurz eingreifen. Entschuldigung, ja. Lasst uns mal nicht zu sehr in diese Details gehen. Das ist sicherlich auch alles richtig, Genau. was du sagst, weil wir haben hier noch ein paar Leute, die auch noch zu Wort kommen wollen und wir wollen auch nicht so sehr von diesem Thema abweichen, weil, wie gesagt, natürlich gibt es viele Ansätze und viele Sachen, die sich natürlich als Symptom auch herausstellen von dieser ganzen Problematik. Deswegen muss ich da jetzt leider mal zwischengrätschen. Danke dir aber trotzdem für dein Statement. Schließe mich dem auch an. Dankeschön. Okay, dann machen wir weiter. Bei Okitalk haben wir jetzt den nächsten. Das ist der Danbeck AC. Ja, hallo, Dan, Den oder wie auch immer. Ja, Daniel Becker aus Aachen. Schönen guten Abend. Ja, guten Abend. Was ist dein Was ist dein Statement, deine Frage? Statement, deine Frage? Genau, ja, also ich wollte erstmal mich auch bedanken für diese tolle Runde. Danke, Lars, für deine Aktion in Berlin. Ist echt super. Andreas, deine Vorträge sind super. Ich habe sie, glaube ich, mittlerweile alle gesehen. Ach, du Und warst meine das. Frage, ja, Danke. meine Frage ist im Grunde, oder erstmal eine Vermutung. Ich denke, Vernetzung ist ein sehr wichtiges Thema zu dieser Zeit. Und meine Frage ist, wie wir das wohl am besten schaffen. Es gibt ja soziale Netzwerke, zum Beispiel Facebook, wo auch sehr viel los ist. Da könnte man natürlich sagen, gut, Facebook ist auch wieder eigentlich eine amerikanische Firma. Was ist denn, wenn die auf einmal alles dicht machen? Wo stehen wir dann? Da wäre es auch wichtig, sich eben persönlich zu kennen und auch zu den Demonstrationen hinzugehen und regional eben ja sozusagen Kreise, Freundschaftskreise zu bilden, wo man sich über solche Sachen auch unterhält. Wie schaffen wir es, uns noch besser zu vernetzen und auch nachhaltig? Also ich würde da vielleicht mal was zu sagen. Vielleicht nochmal, um dann gleich auf diese Freundschaftskreise zu kommen. Ich komme ja noch aus der Zeit, wo man noch mit Windows 54 arbeitete. Das war noch mechanisch und da stand noch Adler drauf. Also ich musste ja erstmal gucken, wenn ich jetzt gelesen habe, dass ich zur sogenannten Truther-Szene gehöre, musste ich erstmal googeln, was ist überhaupt Truther-Szene? Ich kenne die ganzen Begrifflichkeiten gar nicht. Also ich bin auch selbst nicht in Facebook. Ich bin persönlich ein Freund von persönlichen Kontakten und von menschlichen Kontakten, sich in die Augen zu sehen, miteinander zu sprechen. Das ist etwas, was ich persönlich sehr schätze, ist vielleicht auch ein Generationsproblem bei mir.
Wenn wir zum Beispiel jetzt am 6. September diese Veranstaltung über die Freundeskreise machen, dann wird das zum Beispiel ein Tag sein. Das geht um Folgendes dabei. Wie läuft so etwas ab? Wir haben festgestellt, wenn Leute auf Seminaren sind, dann sagen sie gerne im Nachhinein, ja, das Seminar war ganz in Ordnung, die Referenten waren ganz gut, aber am tollsten waren eigentlich immer die Pausen. Denn in den Pausen haben die Leute sich kurzgeschlossen, konnten miteinander reden, Kontakte knüpfen und so weiter. Genau das, was wir brauchen. Und genau deshalb haben wir gesagt, wir werden eine Tagesveranstaltung machen, deren Hauptpunkt sein wird, die Pause. Das heißt, wir werden dann eine Stunde Pause haben und nach dieser Stunde Pause gibt es dann ein 10-minütiges Programm und dann wieder eine Stunde Pause. Diese Pause, die wird aber nicht einfach nur so sein, sondern wir geben den Menschen die Möglichkeit, sich über Postleitzahlengebiete, das werden wir dann zeigen, wie das am einfachsten geht, wo Menschen sich aus ihrer eigenen Gruppe und aus ihrer eigenen Region persönlich kennenlernen können. Das kostet natürlich Geld, das ist ein Eintritt. Jetzt sagen viele, das können sie vielleicht noch gar nicht bezahlen. Aber das ist gar kein Thema, weil diejenigen, die das nicht bezahlen können, die haben nämlich die Möglichkeit, dann im Nachhinein, nach dieser Veranstaltung, über eine Karte Deutschland und Schweiz lauter kleine Fähnchen sich anzugucken, anzustickern, können sich dann anmelden über dieses Programm. Wie das geht, weiß ich nicht, aber der Rico Albrecht, der weiß das mit Sicherheit. Und dann können die sich dort einbringen und gucken, wo ist der nächste Freundeskreis aus ihrem Gebiet. Das wird aber nicht von der Wissensmanufaktur gesteuert und wir wollen auch keine Regie führen und auch keine Filialen bilden, sondern es geht nur darum, Menschen zusammenzubringen und zwar die miteinander passen. Und wenn welche nicht miteinander passen, dann gehen die auseinander und machen einen weiteren Freundeskreis. Also es gibt jetzt nicht beispielsweise den Freundeskreis Aachen und da gibt es irgendwie einen Vorgesetzten und da gibt es auch irgendwie eine Gruppierung und ein Vorstellen. Nein, jeder soll es so machen, wie er will. Und ich glaube, das ist wichtig, dass möglichst viele kleine Feuer brennen und dann wird das Ganze auch schön warm werden. Ich glaube, das ist entscheidend. Okay, vielen Dank, Andreas. Gut, wie gesagt, es reißt nicht ab. Der Bedarf ist sehr, sehr groß und ich mache auch nochmal den Vorschlag, dass wir nach dieser Sendung gerne auch nochmal eine offene Skype-Runde machen werden. Wir werden dann das auch über den Kulturstudio 1-Account bei Skype machen. Also bis zu 25 Leute können dort teilnehmen, die gerne noch dabei sein wollen. Vielleicht können wir das Ganze auch bei OKiTalk ganz spontan zusammenschalten, sodass die OKiTalk-Leute dort auch nochmal mit hineinkommen können von der Seite aus, dass wir uns da auch nochmal connecten, sodass da vielleicht auch nochmal dieser Redebedarf gedeckt wird heute. Also wie gesagt, der Skype-Account wäre Kulturstudio 1, also eine Zahl hinten dran, also als einem Wort und Leerzeichen, nur Kulturstudio und dann die 1 dahinter, wenn ihr das dann addet. Wir müssen dann nur ganz kurz die Leitung hier unterbrechen und noch kurz dort einen Wechsel vornehmen, sodass der Boris dann diese Leitung übernehmen kann, sodass das dann auch dann stabil läuft, beziehungsweise dann auch längere Zeit läuft. Gut, okay, dann machen wir weiter. Jetzt haben wir hier bei uns im Skype nochmal den Steven. Steven hatten wir noch nicht. Steven, du bist jetzt dran hier bei uns, hier im Kulturstudio Skype-Chat. Hallo. Hört man mich? Ja, dich hört man. Super, alles klar. Also ich wollte eigentlich nur fragen, weil wir halt immer die ganze Zeit reden jetzt über diese Veränderung und halt gerade auch vom Geldsystem, dass wir halt davon wegkommen, weil uns das ja fast klar sozusagen, dass wir jetzt das sozusagen nutzen und wie dieser Rico Albrecht zum Beispiel so schön beschrieben hat in seiner Metapher mit dem Schmetterling, dass die Raupe sich sozusagen verpuppt und diese Schmetterlingzellen dann ihr eigenes Ding machen sozusagen, dass wir jetzt sozusagen das nutzen und sozusagen so wie kleine Bioläden oder was auch immer halt vorschlagen, halt sozusagen gemeinsam wir als Nutzer, Kundengruppe oder was auch immer, halt wir, die uns für was Gutes einsetzen, für nicht gehen veränderte Nahrung oder was auch immer, halt keine Großkonzerne. So unterstützen wir halt sowieso die Region halt. Und dass wir halt gerade jetzt viele kleine Strohfeuer, wie Andreas Popp halt gerade schön gesagt hat, dass wir halt so in Berlin halt so den Berliner halt einführen und halt uns wirklich halt versuchen, von dem Geldsystem halt unabhängig zu machen. Halt am Anfang nicht gleich alles auf einmal, schon klar, aber halt versuchen vielleicht 10% der Umsätze in halt Berliner zu bezahlen oder halt irgendwie so, das halt in die Richtung halt versuchen zu nutzen. Halt nicht nur die ganze Zeit gegen was sein, sondern halt wirklich jetzt den Schwung nutzen und gleich was Neues damit aufbauen. Sozusagen die alte Kraft aus dem System entziehen, sozusagen das alte Geld auch noch nehmen, damit unsere neuen Strukturen aufbauen
und dann sozusagen mit neuem Geld diese bessere Welt dann sozusagen schaffen. Okay, danke, ja. Steven. Möchte jemand dazu nochmal was sagen? Das sind ja wenig Fragen, das sind ja mehr Statements. Genau, da kann man immer wenig zu sagen. Insofern ist das immer schwer. Gut, dann machen wir gleich weiter. Dann machen wir gleich weiter. Jetzt haben wir im Moment den Gunnar Gast von OGITORG. Hallo Gunnar. Hallo, grüße euch, schönen Abend zusammen. Ja, interessant, Andreas, was du gerade erzählt hast über dieses Vernetzungskonzept. Dieses Vernetzungskonzept existiert schon unter wirkarte.de. Ich will das jetzt hier nicht lang breit treten, aber kannst du gerne mal angucken. Das, was du erwähnt hast, ist also schon fertig. Und ja, ich wollte kurz was anderes ansprechen. Ich denke, wir müssen uns mal angucken, was hier wirklich passiert. Hier passiert wesentlich mehr als einfach nur eine politische Graswurzelbewegung, sondern letzten Endes sind wir jetzt das letzte Land, kann man sagen, in der Welt, wo die großen Protestwellen jetzt beginnen. Und wir sehen hier ein globales Phänomen. Und letzten Endes, das ist sowas wie die zweite kopernikanische Wende, nenne ich das immer gerne. Hier krachen Weltbilder aneinander. Es gibt Menschen, die sehen uns, haben dieses Einheitsbewusstsein und können gar nicht mehr in diesen ganzen Kategorien denken, in denen die Menschen jetzt noch denken, die uns angreifen. Und es gibt eine wunderbare Szene im Film Matrix, die es auf den Punkt bringt, wo der Neo zu Morpheus zu Neo sagt, die Menschen in der Matrix sind so manipuliert, dass sie ihre eigenen Sklavenhalter verteidigen werden, wenn wir ihnen ihre Gefängnis zeigen. Und genau das ist das, was jetzt passiert. Und deswegen sehen wir ja diese unglaubliche Energie, die jetzt da im Internet aufbricht, wie die Menschen aufeinander einschlagen müssen, denke ich, sehr behutsam vorgehen. Aber wir sind auch in einem Prozess, der läuft schon länger. Den können wir weder stoppen und ich glaube, da können wir auch keine großen Fehler machen. Nur wichtig ist, dass wir innerlich im Frieden bleiben und ich denke, dass wir das auf den Mahnwachen, zumindest hier in Frankfurt kann ich, mache die Frankfurter Mahnwache, da ist es sehr schön. In Berlin nehme ich das auch so wahr und ja, ich denke, das ist eine Riesenchance und lasst uns auf jeden Fall dranbleiben, egal was da passiert. Dankeschön. Okay, danke Gunnar. Dann, vielen Dank, danke. Ja. Grüße. Okay, dann machen wir noch weiter. Einiges steht hier noch auf der Liste. Michael Arnold bei OKITORG. Hallo Michael, dein Statement oder deine Frage? Moment. Zusammen, ja. Erstmal Grüße an alle und ich möchte dem Lars wirklich von Herzen danken, dass er hier den ersten Schritt gemacht hat, der schon längst sowas von überfällig ist. Wir müssen auf die Straße, das ist sowas von überfällig, aber wir müssen friedlich auf die Straße, weil wir können Gewalt nicht mit Gewalt bekämpfen. Wenn wir hier wirklich Frieden haben wollen auf der Erde, dann müssen wir das friedlich machen, das geht nicht anders. Und wenn ich nach Spanien gucke, wie sich da die Leute mit den Polizisten die Köpfe einschlagen. Was ist das bitte? Das ist kein Frieden, das ist Teile und Herrsche. Das ist, was die Eliten wollen. Die wollen uns teilen und gegeneinander aufhetzen. Und das müssen wir unterbinden. Wir müssen uns friedlich erheben. Und vor allem dürfen wir nicht gegen Symptome kämpfen. Wir müssen an die Ursache ran. Und das macht der Lars, hat es ja richtig erkannt. Das ist unser Geldsystem. Das ist die Wurzel von allem Übel, was uns alle versklavt. Das müssen wir beheben. Gut, dann machen wir weiter. Im Text, wen haben wir denn da noch? Wanderbaum. Den Wanderbaum haben wir jetzt. Hallo Wanderbaum. Bitte versucht auch nochmal aufgrund der Masse der Anfragen euch auch wirklich auf Fragen zu beschränken. Für die Statements können wir nachher in die offene Runde machen. Andreas wird leider nicht in der offenen Runde dabei sein. Ich weiß nicht, ob der Lars eventuell noch dabei sein kann. Ansonsten einfach auch nur zum Austausch untereinander benutzen. Also bitte versucht eure Anfragen ein bisschen auch auf Fragen zu reduzieren und dann, wie gesagt, die Zeit läuft und wenn jeder jetzt ein Statement von 5 Minuten abgibt, dann sind wir hier auch zeitlich ein bisschen in der Bredouille. Okay, jetzt ist der Wunderbaum. Bitteschön. Einen wunderschönen guten Abend an alle Zuhörer. Okay, ich wollte gerade ein Statement abgeben. Gut, dann mache ich da eine Frage draus. Und zwar, friedlich wurde ja eben genannt, friedlich, da fällt mir Gandhi ein, Nicht-Kooperation mit der GEZ. Vorhin war ja die Rede von der unheimlichen Verleumdung durch die ARD von uns Montagsdemonstranten. Und dann frage ich doch mal Andreas oder Lars, was Sie empfehlen, was ist die beste Herangehensweise, die GEZ bzw. den betrügerischerweise Beitragsservice genannten Inkassodienst zu boykottieren? Also ich habe mich auch mit dem Thema
noch nicht so beschäftigt. Ich bin, wie gesagt, mehr auf das Wirtschaftssystem konzentriert und sehe da die Problematik. Aber nachdem ich jetzt nach der fünften Montags-Mahnwache immer noch keinen Reporter von irgendwelchen Nachrichtensendern gesehen habe, so von den Mainstream, habe ich so aus Spaß schon den Gedanken, na, wenn die nicht über uns berichten müssen, müssen wir sie auch nicht bezahlen. Aber das ist halt einfach nur so dahingesagt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist nicht unser Thema. Ich habe da momentan andere Schwerpunkte und die sind aus meiner Sicht wichtiger als momentan die GEZ. Denn es ist ja von der, Anregung an alle Zuhörer, boykottiert, ja. Alle anschreiben, ignorieren. Moment, Moment. Ja, also Moment mal, Moment. Die Problematik ist... Das machen, desto eher kommen wir damit durch. Danke. Also da ist jetzt, das Kultur... Danke, also ich danke möchte, dir. Ich möchte mal was sagen. Also ich denke, wenn wir Fragestellung machen, dann sollten wir Frage stellen. Aber wenn das jetzt so in so eine Richtung geht, dass jetzt jeder reinposaunt und auch dann letztendlich einfach nur seiner Wut, so, die ich ja nachvollziehen kann, Luft macht, dann ist das nicht so besonders gut. Genau, deswegen nehmen wir jetzt noch einen Fragesteller bei OkiTalk ran. Den Rest verschieben wir dann in die offene Runde. Und dann gibt es noch mal eine Abschlussfrage auch zum Thema. Denn wir haben dann auch 2 Stunden gut durch. Und dann denke ich mal, können wir das andere in einer offenen Runde danach diskutieren. Wie gesagt, sonst vertüdeln wir uns hier in Details. So, jetzt haben wir einen letzten Gast. Das ist der Copyright bei OkiTalk. Bitte deine Frage. Ja, hallo Michael bei Kulturstudio. Wir kennen uns nicht, aber ich kenne deine Sendung. Ich möchte mal folgende Frage stellen, und zwar aufgrund folgender Tatsache. Wie eben richtig gesagt wurde, herrscht hier Besatzungsrecht. Das ist Kriegsrecht, das ist keine friedensrechtliche Maßnahme. Und hier gehen sie auf die Straße und fordern den Frieden in der Welt. Wenn ich in der Welt wäre, ich würde sagen, wisst ihr was, ihr Deutschen, seht erstmal zu, dass ihr vor eurer eigenen Haustür kehrt und stellt erstmal Frieden im eigenen Land her. Ja, und dann könnt ihr, warum wird das nicht fordert? Okay, ich denke aber, das fordert ja auch diese Demonstration, den Frieden herzustellen. Und wie wir natürlich jetzt auch schon aus den Statements entnehmen konnten von unseren beiden Gästen, sind das natürlich Details, die dann sicherlich auch folgen werden. Aber erstmal sollte sich eine Masse zum Frieden bekennen und das auch natürlich friedlich äußern, was ganz, ganz wichtig ist. Vielleicht magst du noch kurz darauf antworten, Lars, wenn du möchtest. Also ich kann auch sonst was sagen. Oder bitte, Andreas. Also ich denke mal einfach, ich kann diese ganzen Aussagen verstehen. Die Problematik ist, wie relevant sind die jetzt im Moment tatsächlich? Es gibt eine Deutungshoheit der Geschichte, die ist klar und damit müssen wir uns mehr oder weniger abfinden. Wir haben ja im Moment einen relativen Frieden innerhalb der Menschen und wir haben eben halt das Problem, dass natürlich auch aufgrund unserer persönlichen Geschichte natürlich auch Maßnahmen ergriffen wurden, die nicht immer ganz leicht sind für alle Beteiligten. Die große Problematik, die wir jetzt haben, ist in dem Moment, wenn wir diese Thematik ansprechen, dann gibt es immer irgendwie eine Art revanchistisches Unterstellungsgedankengut, was sofort rein interpretiert ist. Aus diesem Grunde macht es auch manchmal gar nicht so viel Sinn, sich in dieses Thema, was unsere Geschichte, nämlich die 1000 Jahre zwischen 1933 und 1945, und offensichtlich werden genau darauf wird die gesamte deutsche Geschichte permanent eingedampft. Und aus diesem Grunde haben wir in Deutschland eine besondere Situation. Wir haben aber auch eine besondere Aufgabe, weil es geht uns nämlich eigentlich relativ gut. Und unsere Wirtschaft ist im Verhältnis ja tatsächlich, gerade in Anbetracht der Rahmenbedingungen, die wir haben, außerordentlich günstig. Und ich glaube, die ganzen anderen europäischen Länder, die erwarten jetzt von Deutschland, dass dort auch eine gewisse ökonomische Führungsrolle geführt werden kann. Und das tut sie letztendlich auch. Und ich glaube, aus der Schiene heraus können wir tatsächlich die Freundschaften zu den Staaten und zu den anderen Staaten wiederbringen. Aber dazu muss man ausholen. Und das ist auch zum Beispiel in dem Plan B und auch in anderen Möglichkeiten eben halt dargestellt worden. Aber es ist natürlich ein sehr komplexes Thema. Die Problematik ist, dass wir sehr, sehr schnell und sehr unkoordiniert mit Begrifflichkeiten arbeiten. Ich bin selbst ein Freund von klaren Worten und von einer sauberen Kommunikation. Aber wir leben im Rahmen einer Zensur, die heißt politisch korrekt. Korrekt ist die Wahrheit und wenn wir die Wahrheit haben und sie wird eingeschränkt mit dem Adjektiv politisch, dann ist es eben halt keine Wahrheit mehr. Mit diesen Bedingungen müssen wir wohl oder übel leben, denn wir haben es ja auch über viele Jahre so über uns ergehen lassen und das können wir nicht von heute auf morgen umkrempeln.
Eines ist doch entscheidend, ich unterstelle jedem, der hier anruft, dass er teilweise verzweifelt ist und tatsächlich für den Frieden auch letztendlich ist. Aber die Frage ist immer, wie ist der Weg des anderen? Wie denkt der andere? Auf unserer Seite steht immer in Wissensmanufaktur, lass mich niemals über einen anderen Menschen richten, bevor ich nicht eine Meile in seinen Mokassins gegangen bin. Und was ich wichtig finde, ist das Thema Toleranz. Und Toleranz kommt von tolerare, das heißt ertragen, erleiden, erdulden. Und da muss man natürlich auch mit einer gewissen Demut und auch mit einer gewissen Achtung gegenüber Andersdenkenden vorgehen, auch den Systemvertretern. Wird mir zu stark polarisiert in Freund und Feind. Und das ist das große Problem. Und das hätten wir jetzt in der Hand, gerade in der alternativen Szene, wo wir vernünftig aufeinander zugehen können. Sehr schön, Andreas. Ja, gut, dann stellen wir nochmal ein, zwei Fragen aus unserer Redaktion. Lars, was können die Menschen tun, auch eure Friedensbewegung zu unterstützen? Was würdest du dir wünschen? Na, hauptsächlich ist erscheinen und bei Wind und Wetter kommen und darüber reden. Das Wichtigste ist, dass Informationen weitergegeben werden. Und wie gesagt, dafür bin ich dann auch auf den Mahnwachen da. Mich kann jeder ansprechen. Ich gebe dauernd im Internet meine Telefonnummern raus. Also jeder, der Fragen hat, soll auf mich zutreten, mich ansprechen. Ich bin immer gerne bereit für ein Gespräch. Aber halt auch wichtig ist, die Leute müssen die Informationen weitertragen und immer noch eine Person mitbringen, die vorher noch nicht da war. Okay, dann rufen wir natürlich auf jeden Fall nochmal auf. Am Ostermontag natürlich, Andreas wird dort auch sprechen, Andreas Popp von der Wissensmanufaktur am Ostermontag auf dem Potsdamer Platz in Berlin, diesmal nicht vor dem Brandenburger Tor. Dann kam immer nochmal... Ganz kurz, die Band, die Bandbreite wird spielen. Oh, sehr schön, sehr schön. Ja, dann habt ihr natürlich auch gleich wieder werdet ihr gleich wieder deswegen angegriffen, weil die Bandbreite hat natürlich erleidet genau das gleiche Schicksal, dass sie auch diesen ganzen komischen Begriffen untergeordnet wird, was sie natürlich in der Tat nicht ist. Jetzt kam nochmal eine Frage, die ist auch im Livestream aufgetaucht im Chat, beziehungsweise hatte ich sie auch als Schlussfrage nochmal hier bei mir auf dem Zettel, ob es nicht eine Möglichkeit geben kann, einen Livestream zu organisieren von dieser Veranstaltung, beziehungsweise auch eventuell eine Art Übertragung von einer Demo zu anderen, dort über Großbildleinwand. Ich meine, das ist natürlich alles kostenintensiv. Ich denke, da werden sicherlich die finanziellen Mittel auch begrenzt sein, aber zum Livestream vielleicht wäre sowas möglich, dass es eventuell bald einen Livestream auch gibt von dieser Montagsdemo, dass Leute auch per Stream dabei sein können? Ja, also ist alles in Planung. Also, und man muss auch nochmal, ich will das nochmal erwähnen, in Berlin hat seit 5 Wochen kein Pfennig den Besitzer gewechselt, ja. Also, das ist alles ehrenamtlich und kostenlos, nicht umsonst. Also, das ist wirklich der Hammer. Da sieht man auch mal, wie Gemeinschaften funktionieren können, ohne dass Geld den Besitzer wechseln muss. Und wir haben auch schon Angebote von Firmen, die haben gesagt, wir schicken euch 20 Beamer, die könnt ihr geliehen haben und dann müsst ihr nur noch das und das machen. Aber wie gesagt, das ist eine ganze Menge organisatorischer Aufwand und wir machen das, wie gesagt, alle ehrenamtlich neben. Also ich habe kein normales Leben mehr, ich kann meine Tätigkeit nicht mehr ausüben, ich mache wirklich fast 20 Stunden nichts anderes mehr. Und so geht es den anderen, die hier so stark mitmachen, auch. Aber ja, einfach. Also wir sind in der Wissensmanufaktur auch gefragt worden, ob wir einen Livestream machen. Ich habe ganz klar gesagt, nein, das liegt nicht an den Finanzen. Aber ich möchte an dieser Stelle ganz klar sagen, wir brauchen endlich wieder die Menschen, die anfangen, auch mit ihrem Hintern rauszukommen. Und zwar letztendlich aus ihrem Sessel und sich dorthin zu bewegen, und zwar bei Wind und Wetter. Also die Problematik beim Livestream ist nach dem Motto, ich kann denn chatten, und die meisten Leute sagen schon, sie sind im Widerstand, wenn sie auf der Facebook-Seite die Marketing-Taste drücken. Und das ist ehrlich gesagt etwas, was ich nun wirklich nicht mehr gut finde. Also unterm Strich gesehen würde ich mich freuen, wenn möglichst viele Leute sich angesprochen fühlen und zu kommen. Und zwar nicht nur zu unserer Veranstaltung, sondern zu anderen. Und zwar regional da, wo sie hinwollen. Ich finde es schade, dass viele Leute jetzt nur meinetwegen kommen, wie ich das jetzt überall höre von allen Seiten. Ich kann nicht der Grund sein, warum die Leute kommen. Sondern die Leute sollen ihretwegen kommen, wegen ihrer eigenen Interessen.
Das ist das Entscheidende. Das Personifizieren ist immer das Problem, sowohl auf der positiven als auch auf der negativen Seite. Ich brauche keine Fans und ich brauche auch keine Gegner. Ich bin ich. Ich sage das, was ich denke. Ich bin ehrlich und aufrichtig und friedliebend. Ich bin kein Rechter, kein Linker und kein Mittlerer. Ich bin einfach nur aufrichtig. Und das glaube ich, das werden die meisten sein, die dorthin kommen. Und das ist auch in Ordnung so. Und da sollten sie ihre eigenen Schwerpunkte auch erkennen und sich auf sich selbst konzentrieren. Manchmal kann das nach innen gerichtete oder esoterische sogar ganz gesund sein. Denn dann kommt man auch mal wieder zu sich selbst und kann sich auch mal wieder selbst fühlen. Und dann wird auch alles wesentlich einfacher. Ja, kann ich nur unterschreiben. Sehr schön, danke. Kann ich gar nichts zu sagen. Ja, okay, dann bedanke ich mich recht herzlich auf jeden Fall bei euch, dass ihr heute bei uns im Kulturstudio wart und dass wir über die Montagsdemo mal reden konnten, ausführlicher, dass wir die Person Lars Meerholz auch mal etwas näher kennenlernen durften und auch über seine Meinung, über sein Denken mal einer etwas breiteren Öffentlichkeit auch nochmal zeigen konnten. Ja, erstmal vielen, vielen Dank an euch beide. Vielen Dank, Lars. Vielen Dank, Andreas, dass ihr heute hier wart. Sehr gerne, danke auch. Ja, ich danke auch, vielen Dank. Lars, natürlich dir und auch Andreas viel, viel Erfolg am Montag auf der Demonstration und ich hoffe, dass bald auch die Tausenderzahlen mindestens zweistellig werden bei euch vor der Bühne und dass auch immer mehr Menschen dort erreicht werden und dort Farbe bekennen. Dafür auf jeden Fall drücke ich die Daumen. Danke sehr, danke sehr. Wichtig ist auch, dass die Leute kommen würden, wenn da keine Bühne steht und wenn da keiner was sagt. Die Leute müssen auch einfach mal, wie schon gesagt wurde, wegen gar nichts da, also nur wegen sich selber da hinkommen. Das ist echt, ich wollte nie, dass das so groß wird eigentlich. Das war nie der Plan, weil ich von vornherein immer versucht habe zu sagen, Leute, ihr müsst hier hinkommen, auch wenn ich mit meiner kleinen Box wie beim ersten Mal wieder dastehe. Ich weiß, das geht jetzt gar nicht mehr, aber der Gedanke ist schon, dass die Leute einfach nur kommen sollen, wegen der Informationen, die sie haben und weil sie halt sagen, so machen sie nicht weiter mit. Und nicht wegen irgendeiner Bühne, Boxen, Musik oder Leuten. Richtig, sehr, sehr schön, genau. Ja, wunderbar. Lars, ich danke dir nochmal. Da habe ich den Klaus von OkiTalk nochmal drauf, ja. Ja, Michael, ich habe ja gehört, wegen Übertragungen, jeder, der ein Handy hat, Android hat, könnte theoretisch von der Demo direkt hier live übertragen. Also wir können uns darauf vorbereiten und jeder aus jeder Stadt ist herzlich willkommen hier auf OkiTalk, dann würden wir das gerne übertragen. Okay, danke nochmal für den Hinweis, Klaus, alles weitere auf okitalk.com, da kann man auch Kontakt aufnehmen. Dann, bedanke ich mich für diese tolle Sendung, für die rege Teilnahme auch von außen. Vielen Dank an unsere Zuschauer und Zuhörer bei OkiTalk, für unsere Livestream-Zuschauer, die heute wirklich sehr zahlreich da waren. Vielen Dank an alle, die sich beteiligt haben, heute auch an diesem Gespräch. Wir sehen und hören uns wieder am 8. Mai, denn der 1. Mai, wo es turnusmäßig dann dran wäre, ist ja auch ein Feiertag. Wir hören uns wieder und sehen uns wieder am 8. Mai, dann ist zu Gast Professor Dr. Michael Vogt, auch ein Protagonist der Wissensmanufaktur und dort beschäftigen wir uns mit dem Ersten Weltkrieg, der ja jetzt dieses Jahr das 100. Jubiläum hat, beziehungsweise der Ausbruch des Ersten Weltkrieges und ja, wir werden dort über eine interessante, neue Schlussfolgerung und Erkenntnisse reden von einem Autor, Christopher Clark, auf den sich auch Professor Dr. Michael Vogt bezieht. Es wird also sehr spannend, sehr interessant. Es hängt irgendwie ja alles auch zusammen. Ja, bis dahin wünsche ich allen natürlich eine gute Nacht, ein schönes Wochenende. Das steht ja auch bald ins Haus. Wir haben Ostern, alle frohe Feiertage. Wünsche ich natürlich, dass Sie sich gut erholen mögen und die natürlich jetzt die Feiertage auch nutzen, vielleicht nach Berlin zu fahren oder zu anderen Demonstrationen, um diese ganze Sache auch zu unterstützen, dort Flagge zeigen. Und wie gesagt, wir haben jetzt noch eine offene Runde in Skype. Wir werden kurz das Skype-Gespräch wohl auch unterbrechen. Wie ich das so sehe, das werden wir gleich nochmal kurz klären. Und wie gesagt, der Skype-Account wäre Kulturstudio 1. Wir sind natürlich leider auf 25 Leute begrenzt und ich muss den Klaus jetzt einfach die Entscheidung lassen, wie er es jetzt, ob wir in dem Kanal bleiben, falls OkiTalk noch an dieser offenen Runde teilnehmen möchte. Das müssen wir dann nochmal schauen, wie wir das gleich machen. Also wie gesagt, bis dahin allen ein schönes Wochenende nochmal und eine gute Nacht, ein frohes Fest und hoffentlich sehen wir uns alle bald in Berlin jetzt am Potsdamer Platz am Montag. Viel Erfolg auch Lars und Andreas. Tschüss und bis dann. Dankeschön. Danke sehr. Tschüss. Vielen Dank.